Hallo und herzlich willkommen hier zum zweiten Spiel zwischen Naxman und Winter. Es geht hier darum, wer in die Brackets einzieht. Winter führt 1-0, braucht also noch einen Sieg. Für Nax würde eine Niederlage bedeuten. Er ist ausgeschieden. An meiner Seite ist heute Magno. Hallo. Jo, und am Tracker ist heute Maya für uns. Vielen lieben Dank. So, das wollte ich sagen. War ja. Bisschen verschluckt. Ja, wir haben wie immer ein Escape, aber mit Normal Item Pool. Heißt, wir bekommen alle Items, Silver Arrows, Goldschwert, alles, was wir haben wollen. Und da geht's auch schon los. Genau, wir haben jetzt Bomben direkt gefunden in Linkshaus. Das ist natürlich sehr angenehm. Und ein Green Pendant of Eastern, der Rest sind blaue Kristalle. Ja, aber so früh Bomben sehen ist eigentlich ganz angenehm, oder? Ja, das möchte man auf jeden Fall. Da muss man im Escape keine Bomben farmen. Vielleicht bekommen wir sogar die Bomben als Onkel-Startwaffe. Das wäre ein bisschen lustig, aber mal sehen. Bisschen sehr lustig, ja. Bomben werden wir auf jeden Fall keine farmen müssen. Oh, es ist der Burner-Stab. Einer der schlimmsten Starts, hat man schon fast den Bombenstart lieber, finde ich. Ich denke, wenn man schon Bomben hat, dann ist das richtig, also dann ist das angenehm. Ja, Nax hat hier direkt eine Bombe gewastet aus Versehen. Dachte wohl, er hätte den Burner ausgerüstet, aber es war dann die Bombe. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir den Ball and Chain Guard trotzdem mit den zwei Pötten gekillt werden sehen. Ja. Ja, definitiv. Niemand will hier seine wichtige Magie, die man vielleicht für die Ratten braucht, aufwenden. Das wäre irgendwie Quatsch. Stell dir mal vor, dir geht da die Magie aus. Dann stehst du da. Hast viel Zeit verloren. Ja, aber wir haben ja einen leichten Sync tatsächlich, obwohl Winter schon die Map gecheckt hat. So, um das Tonproblem kümmern wir uns gleich. Also wird sich gerade drum gekümmert, so wollte ich das formulieren. Dürfte gleich wieder laufen. Währenddessen dürft ihr hier mit unseren wunderschönen Stimmen vorlieb nehmen. Ja, also eigentlich wäre ich auch Opernsänger geworden. Aber stattdessen spiele ich jetzt Randomizer und kommentiere den Spaß. Ist doch auch was. Wir sehen hier schon direkt. Im Escape, dass Nax hier nicht die Optimalrouten läuft. Also ich meine rein von den Laufstrecken, die er läuft. Er ist zum Beispiel rechts rum von links Haus gegangen. Das ist etwas langsamer. Geht hier bei dem, man nennt das immer, bei dem Raum hier vor der Green Guard, ist er sehr weit außen rum gegangen. Also mal schauen. Wir haben auf jeden Fall hier die Lampe gefunden. Also Dark Rooms werden kein Problem sein heute. Nee, also frühe Lampe. Weiß nicht, bist du ein Fan davon, die Lampe früh zu haben? Auf gar keinen Fall. Ja, Ich ich möchte auch sogar nicht, gar nämlich. keine Lampe sehen im Seed. Richtig, geht mir genauso. Fühl ich mich immer ganz gut, also weil ich denke, Winter kann halt auch die Dark Rooms. Bei Nax weiß ich es nicht, kann aber auch gut sein. Aber man fühlt sich dann, wenn man sie kann, auf jeden Fall immer ganz gut, wenn man denkt, oh, vielleicht kann der Gegner sie nicht so, vor allem jetzt hier im Challenge Cup. Im Main Tournament wird das keinen Ausschlag geben, aber hier könnte das durchaus einen Unterschied machen, wenn jemand vielleicht ein bisschen besser oder ein bisschen schlechter in den Dark Rooms ist. Mal von wie confident man sich fühlt. Wir sind hier ziemlich gleich auf gerade. Also Nax hat hier noch einen 2 Sekunden Vorsprung im Sinne von wir sind noch nicht ganz synchron, das werden wir aber noch wahrscheinlich hinkriegen. Aber ansonsten sehen wir die Runner hier gleich auf im Escape. Ja, und Winter mit einem Map-Check tatsächlich schon und Nax nicht. Das ist auch nochmal so ein Faktor, vielleicht Winter hier im Endeffekt 1, 2 Sekunden sogar vorne, was das angeht. Ja, und 5 Rupees und eine Bombe auch noch ahead. Also man hat gerne 3 Bomben, bevor man nach Kakariko geht, weil man einfach 3 Bomben braucht für Chicken Hut, für den Well und für Thief Sideout oder Blind Sideout eher gesagt. Ja, aber auf dem Weg wollen wir noch Back of Escape aufmachen, dafür brauchen wir auch eine Bombe, also. Genau. Also eigentlich, ich farme gerne noch, wenn ich weiß, die sind auf den Ratten oder auf den Schlangen.
also beziehungsweise Guards dann, die haben den gleichen Drop-Pool wie die Schlangen, farm ich tatsächlich noch ein bisschen, denn lieber eine Bombe zu viel als eine Bombe zu wenig, das kann ganz schön teuer werden. Aber ich glaube, ich habe irgendwie noch gar keinen Drop gesehen von den Gegnern. Ich meine, wir müssen ja auch keine farmen. Wir haben, glaube ich, ein... So, hier wird einmal nochmal ganz kurz neu gestartet, damit der Ton funktioniert für euch. Wir haben hier aber die Escape-Sequenz und von daher, da wird nicht groß... Ihr werdet nichts verpassen. Wir setzen hier kurz das Bild neu auf und da sind wir auch wieder. Jo. Der Ton, alles gut. Fantastisch, Darkfrost haben wir jetzt leider nicht gesehen. Max hat da den Schlüssel vergessen. Ja, aber das kann echt mal passieren. Also, auch wirklich guten Runnern. Ich hab's letztens bei Andy zum Beispiel gesehen in so einem Casual Playthrough in Eastern Palace. Da hat er vergessen, den Schlüssel aufzusammeln. Stand vor der Tür. Also. So, wir kriegen hier aber nur Karte, Herzteil und 10 Pfeile. Also hätte man das skippen können. Ja, aber zu wissen, dass da alles raus ist, ist auch nicht so verkehrt. Und ich sehe gerne die Karte tatsächlich, weil dann weiß ich, ich kann in Sanctuary oder in der Kathedrale halt noch die Truhe aufmachen, ohne ein Depp zu sein. Richtig, richtig, ja. Max hatte hier kurz WD-40 an den Fingern, ist da an dem Schalter abgerutscht, aber ging noch alles gut und dieser Boomerang ist natürlich, meine Güte, direkt den Stun-Price-Check. Tatsächlich glaube ich gar nicht so doof. Könnten Bomben drauf liegen, bevor man jetzt hier in Kakariko reingeht. Ja, oder Geld. Richtig. Full Magic, Feen können da drauf liegen. Pfeile, alles Mögliche kann da drauf liegen. Von Single-Bomben bis Vierer-Bomben bis Achter-Bomben. Nur nichts dazwischen. Ja. Das ist wie so eine Wundertüte. Wir sehen jetzt erstmal den Tree-Pull. Das ist der Level 2 Tier 2 Tree-Pull, so rum. Heißt, wir haben Gegner gekillt und Schaden genommen. Dann gibt es noch den Tier 1 Tree-Pull. Mindestens einen Gegner gekillt haben. Und wenn man 4 Gegner gekillt hat und keinen Schaden genommen hat, dann hat man den Tier 3 Tree-Pull. Oh, das sah mir aus wie ein Schwert. Ja, mir auch. Aber ich bin ein Schwert. Ganz, ja, ist ein Schwert. Gut, dass Nax uns nochmal den Service gibt. Das gibt schon mal Pluspunkte hier vom Kommentatoren- und Tracker-Team. Also, für ein Schwert würde ich nicht unbedingt Ager machen. Kommt drauf an, was man für ein Schwert hat. Wenn man nur Fighter Sword hat und nicht groß suchen möchte nachher, dann vielleicht. Aber wenn ich schon ein Master Sword habe, würde ich, glaube ich, nicht Ager 1 machen. Ich meine, man würde direkt auf die Pyramide kommen, wenn man Ager macht. Roti schreibt hier gerade sogar der Bogen. Das ist natürlich... Das ist natürlich nice, damit jetzt auch Eastern schon komplett in Logik als Green Pendant, mit der Lampe und dem Bogen. Ja, fantastisch, Green Pendant, da fühlt man sich so hingezogen. Green Pendant immer ein bisschen schwierig tatsächlich. Wir brauchen ja nur die 7 Kristalle, um wirklich gerne Tower betreten zu können und das Spiel abzuschließen. Und deswegen ist so ein Pendant-Dip immer so eine Sache. Aber wenn man jetzt schon eine Early-Lampe und einen Bogen bekommt, Green Pendant kann man dann direkt abgeben. Ist immer so eine Sache, ob man das macht. Auch hier geht Nax den langen Weg. Lang, aber sicher. So ein bisschen das Motto von seinem Early Overworld Routing. Ja, besser als zu sterben auf jeden Fall. Winter ist übrigens immer noch ein Rupee in Front. Und eine Bombe. Und eine Bombe. Okay, Bomben sind jetzt erstmal kein Problem mehr in Kakariko, für beide. Handschuh und Moonpearl schon. Fehlt uns noch der zweite Handschuh oder ein Hammer für Dark World Ex. Okay, nevermind. Was fehlt uns? Viel Spaß, ohne Schwert und mit 4 Herzen Green Mail in der Dark World. 9 Minuten und wir haben Dark World Access. Wunderschön. Ja, damit ist auch Thief Sound schon komplett in Logik. Also unsere Progression könnte jetzt, stand jetzt auf Blind liegen. mit dem Burner Blind sogar schon halbwegs okay.
Ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass man hier auf jeden Fall die Overworld-Checks noch sieht. Auf jeden Fall die South Shore, die macht man ja so oder so. Auf jeden Fall. Die kann man auch nicht viel schöner einrouten mit dem Spiegel, das ist von daher. Und willst du so viel in Sphäre 1 liegen lassen? Auf gar keinen Fall. Eigentlich nicht, ne? Also, das ist oft ganz schön tricky. Also man denkt sich immer so, ja, das kann man mit dem Spiegel einrouten, aber das geht in der South Shore gar nicht so gut. Ja, oder man kriegt den Spiegel erst nach anderthalb Stunden oder weiß Richtig, ich nicht. Da kann da alles passieren. Richtig. So, und Geld ohne Ende ist auf jeden Fall vorhanden. Mit einer Moonpearl könnte man nach der South Shore also schon einen Fake-Flipper sehen, womit man dann Wasserfall, Sora und die Sora-Ledge checken könnte. Mit dem Bogen kann man sogar das Sora-Ledge-Item Splash deleten, also quasi in einen Fake-Flipper-Zustand kommen, ohne Flippers zu haben, und das am Wasserfall. Ja. Also der Bogen wäre für mich tatsächlich nochmal ein Argument mehr, dann nach der South Shore die Sora-Checks zu machen. Das hier ist Game 2 zwischen den beiden. Winter führt 1-0. Ja, und ich habe mit Winter vorher gesprochen. Er meinte, er möchte auf jeden Fall nicht großartig was liegen lassen. Lieber ein bisschen sicher spielen. Geht hier aber anscheinend direkt in die Dark World. Okay. Ja, aber das finde ich nicht so schlimm. Also hier Hype Cave früh mitzunehmen und dann vielleicht noch Pyramide und Catfish. Meinte er gestern bei sich im Stream auch, dass er das in Zukunft so machen möchte. Okay, wir haben Red Crystals auf Pot und Ice Palace. Und die anderen beiden Pendants sind in Swamp und Skullwoods. Ice Palace und Skullwoods war es, glaube ich, oder? Nee, Swamp und Skywards Independence. Ice Palace okay. Und Pot waren die Red Crystals. Okay, da habe ich nicht verguckt. Also ich habe nur unten irgendwo noch ein Pendant gesehen. Ich meinte, es war Eis, aber ich vertraue dir da. Komplett. Mhm. Hammer und Powder jetzt schon. Gemeinsam. Hammer hatten wir schon. ja, Hammer hatten wir schon, aber wir haben jetzt Hammer und Powder. Damit können wir das Powder auch abgeben. Mhm. Ja. Aber ansonsten underwhelming, diese Hype Cave. Oder stell dir jetzt mal vor, Winter sagt sich, ich hab eine Lampe, ich hab einen Hammer, ich hab einen Bogen. Schau dir mal an, Pot ist ein Crystal. Let's go. Minute 12, auf nach Pot. South Shore skippen. Der wird jetzt, ja, so wie er es gestern auch noch angekündigt hat, wir haben da ein bisschen Theory crafted auch zusammen noch. Und das wollte er jetzt in Zukunft auch so machen. Also, ich denke, das ist auch das richtige Play. Pot nicht der allerschwerste Dungeon, aber auch mit 5 Herzen. Boah, willst du das? Ja, da kann mal was passieren. Also der Weg zum Boss ist durchaus lang und wenn man da stirbt, das will man nicht. Dann fühlt man sich schon für den Rest des Seeds hinten. Lieber hier Pyramide Catfish mitnehmen. Man hat schon mal die Dark World Info geholt, kann schon mal sein Routing ein bisschen überlegen. Man kann zum Beispiel gleich, wenn er nach Catfish Mirror, nicht Mirror sollte, Save and Critten sollte, schon mal überlegen. South Shore und dann was? Okay, vielleicht mache ich dann doch Port danach. Ja. Ja, vor allem, es gibt auch keine wirklich schöne Art und Weise, wie du Catfish oder auch die Pyramide einrouten kannst. Es gibt Möglichkeiten, wie es ein bisschen schöner wird. Zum Beispiel, du kannst den Pilz mit abgeben, Miron, und dann vielleicht die Sauerchecks noch mitnehmen. Aber auch das ist eher unschön, weil du kannst die Sauerchecks auch anders, schneller holen ansonsten. Ja, und auch hier, so. Die Hype Cave hat nichts außer eine Blue Mail für uns. Hype Cave sage ich schon, Mini Muldum Cave meinte ich. Eigentlich die wahre Hype Cave, wenn wir ehrlich sind. Meist. Und Winter muss ja aufpassen, noch ein Herz vor Catfish, da will man nicht ein zweites Mal hinlaufen. Nee, auf gar keinen Fall. Da will man eigentlich nicht einmal hinlaufen. Richtig. Oh! Also ich habe mich gerade verguckt, ich dachte gerade, Nax hätte ein Leben. Man ist da getroffen worden. Ist jetzt aber in Reichweite. Nee, er hat eine Blue Mail. Ja, Blue Mail, da Blue Mail, alles. Er hat eine Blue Mail. Alles safe. Ja. So. Jetzt hat sich die Route nicht ausgezahlt für Winter, aber hat diese Checks hinter sich. Das ist auch viel wert und Nax hat währenddessen auch nichts von Interesse gefunden. Und Winter wird jetzt auf dem Berg, nehme ich an.
Oder direkt den Powder hinterherlaufen. Das kann auch sein, ja. Er hat schon den Hammer ausgerüstet. Nax hat währenddessen das Bombos gefunden in Ice Rod Cave. Das ist so das erste Item, wo ich sage, hey, da könnte Progression unterliegen von dem, was er gefunden hat. Das Swagnet bringt halt Swag. Oh. Mehr ist es dann auch nicht. Okay, Winter scheint hier erstmal auf den Berg zu gehen. Ja, ist ein Saving Crit Point, den kann man sich mal holen. Ist mit der Lampe auch in Logik. Bringt auch nochmal ein bisschen Zeit zum Nachdenken vielleicht. Und wir sehen hier dann doch die Fake Flipper Plays von Nax. Wenn einem das einmal genauso geht, dass man nicht einfach nicht diesen letzten Pixel da vor der Screen Transition trifft, man kann sich auch mit einer Bombe selber Damage boosten, dass man quasi direkt an der Screen Transition dran steht. Hier hat es jetzt auch so geklappt. Ja. Es ist tatsächlich einer der einfacheren Glitches, aber ab und zu trollt ein das Spiel da wirklich. Und da sind die Flippers. Das heißt, das, was Nax hier macht, gerade so semi in Logik, denn er hat potenziell die Möglichkeit, an die Flippers zu kommen in Logik, hat sie halt noch nicht. Aber wir könnten ja tatsächlich logische Progression finden ansonsten. Ja, und das ist die Flöte. Ja, und wenn ich jetzt zum Beispiel an Nax Stelle eine Flöte aus dem Wasserfall rausziehe, dann hoffe ich insgeheim, dass die Flippers ganz, ganz spät kommen, damit ich hier vielleicht den logischen Go-Mode gefunden habe. Ja. In dem Fall aber in Anführungszeichen quasi nur einen alten Mann-Check vorgezogen oder ja, von der Logik her. Und ja, sieht absolut. Die Redmail auf der Sora-Ledge, die wird er sich nicht holen können, glaube ich. Ich weiß nicht, wie gut er Splash die Lichen drauf hat. Pfeiler und Bomben hat er genug für einen Versuch, aber weiß ich nicht, ob wir das jetzt sehen werden. Lassen wir uns überraschen. Wenn Winter jetzt hier die Checks in das Hauptschau auch nachholt. Ich glaube, für eine Redmail würde ich mich da aber nicht hinstellen, zum Beispiel. Aber mal gucken. Und wir sehen hier auch den Save and Crit. Okay. Nee, für eine Redmail. Da liegt keine Progression hinter Bluemail, ist eigentlich auch schon stark genug. An Winterstelle weiß ich gar nicht, wenn man da mit Flippers steht und das ein ganz einfacher Check ist. Man spart sich halt doch schon viel Schaden. Ja, also wenn du mit Flippers da bist, würde ich es auch holen, aber da jetzt irgendwie den Glitch aufzusetzen. Also es kann trotzdem ein Vorteil sein, ja. Das kann man nicht außer Acht lassen. Ja eben, und man verbraucht dann tatsächlich seine ganzen Bomben, so wie Winter hier gerade in der Mini-Modum-Cave. Ja. Ja, und 17 Minuten im Seed, wir wissen schon, wo beide Mail-Upgrades sind. Also, ich sag mal so, in einem Hard-Item-Pool gibt es auch zwei Locations, oder... Na okay, da gibt's halt, die sind dann direkt in 20 Rupees verwandelt, aber ich sag mal so, die kommen jetzt nicht früher, nur weil man Normal Item Pool spielt. Die könnten halt genauso erst beide in Ganon's Tower sein, das ist halt Zufall, wo die liegen. Ja. Was ich witzig finde, wir haben ja schon sehr, sehr viele gestunte Gegner gesehen, aber noch niemand hat einen Stun-Price-Check gemacht, oder? Ich hab's übersehen. Ich hab auch noch keinen gesehen. Weil ich hätte es jetzt, glaube ich, schon lange mal gecheckt. Also es wurden eh schon viele gestunt und es ist eigentlich ganz cool zu wissen, was drauf liegt, finde ich. Ja, man müsste zum Bogen quickswappen oder dann noch einen Stein aufsammeln. Ja, aber so viel Zeit kostet das jetzt auch nicht. So, Winter wird jetzt auch mit seinem Bombos belohnt. Könnte der Zugang zu Ice Palace sein später mal, wenn der Fire Rod doof liegt. Und da Skullwoods ein Pendant ist, könnte das durchaus sein, dass der Fire Rod spät kommt, wenn er nur für Turtle Rock required ist. Ja, auch Winter wird sich jetzt hier die Flipper-Checks holen. Ah, Nax. Geht hier früh für das Pendant Skullwoods Play. Ja, ich kann gar nicht so viel zu Skullwoods sagen. Wenn man das checkt, ist da nichts. Wenn man es nicht checkt, ist da was. Das ist meine Erfahrung. Nein, in letzter Zeit oft Progression in Skullwoods. Also, mal schauen. Wird hier gesniped.
kleiner Tipp an dem Punkt, wenn diese Mumien euch unbedingt tackeln wollen, nehmt den Boomerang raus, damit könnt ihr sie stunnen. Ja, mit dem Hookshot geht das nicht, aber der Boomerang stunt die Gyptos. Genau. Oh, wir haben eine Bottle für Winter gefunden. War die gerade auf dem Hobo? Das kann gut sein. Ja, quasi Vanilla, ein bisschen. Bloß, dass in dem Fall eine Biene drin war. Ja, lässt die Biene auch schon direkt raus. Möchte sehen, was die Waterfall Fairy für ihn hat. Zuerst einmal findet er hier auch seine Flöte. Das war uns eh schon klar, aber... Für ihn ist es natürlich jetzt nice. Ja, mit so einer Fee sind natürlich auch Dark World Dungeons etwas angenehmer, wenn man keine Angst haben muss, vielleicht in Thieves Town zu sterben oder in Skywoods oder so. Und jetzt ist der Moment der Wahrheit. Wird Winter sich die Red Mail abholen? Ich sag ja. Ich sag auch ja. Nach 20 Minuten im Seed, du kannst wahrscheinlich noch um und bei, über den Daumen gepeilt, 10 Bosse mit der potenziellen Red May machen, dann holt man sich das. Ziemlich sicher. Ist ja immer noch competitive. Es geht hier nicht darum, rumzuflexen, zu zeigen, wie wenig Schaden man nehmen kann, sondern so schnell es geht, den Ziel zu beenden. Und ja, er holt sich die. Ist auch vernünftig. Oh, und wir haben ein Schwert in Village of Outcasts. Unser erstes Schwert des Seeds. Aber wo werden wir Winter jetzt sehen? Crystal Pot, den er abschießen kann? Nein. Flöte aktivieren und dann Village of Outcasts in die Dark World, würde ich sagen. Ja, oder halt direkt dann Richtung Pot fliegen. Das kann auch gut sein, ja. Doch, das sehe ich auch. Mit Redmail ist auch gar nicht mehr so schlimm, der Dungeon. Nö. Also wahrscheinlich Flöte aktivieren, Sick Kit checken, Powder abgeben und dann Pot. Das würde ich callen jetzt. Ja, ich glaube, das ist so auch das Smarteste, was du gerade hier machen kannst. Ich habe das Chess-Game gerade verpasst tatsächlich. Ja, Dito. Auf jeden Fall so Maria in Thieves Town. Ja, so Maria ist auch gerne mal ein Go-Mode-Item. Und jeder hasst es, wenn es so kommt. Was ist denn dein liebstes Go-Mode-Item? Flippers. Flippers tatsächlich. Okay. Ja. Also für mich ist es der Spiegel tatsächlich, denn der Spiegel macht so viele andere Locations zu. Oder eben mit eins von beiden. Moonpearl ist mein liebstes Go-Mode-Item. Dann war es ein Jet-Seed. alles schon in Sphäre 1 gefunden, außer der Moonpearl. So. Ja. So, Powder hat... Geld! Alter, dieser Seed, der wirft auch mit Moneys um sich herum. Flöte Buch am liebsten, ja, die könnten dann überall sein. Ice Rod Go Mode nehmen. Nee, niemand mag eine Ice Rod Hand. Als Zuschauer finde ich das ganz witzig. Wir könnten hier noch eine sehen. Aber Winter fliegt jetzt nicht Richtung Pot, sondern geht tatsächlich in Winter of Outcasts in die Dark World. Okay. So, Nax benutzt hier den Burner im Conveyor Room in Thieves Town. Es laggt zwar ein bisschen, aber man kommt sicher durch. Und wenn man nur 3 Herzen hat, absolut nachvollziehbar. Ja, safe. Ja, aber Nax wird sich ja wahrscheinlich von den beiden den ersten Kristall abholen. Dafür hat Winter schon einige Off-Checks mehr. Und
in der Regel gewinnt ja nicht derjenige, der hier die ganze Zeit mit Crystals führt, sondern weil als erstes in den Go-Mode kommt. Daher natürlich nicht blenden lassen davon, dass Nax jetzt wahrscheinlich gleich hier als erstes einen Kristall in den Händen halten wird. So, Winter bekommt hier direkt in der ersten Location in Skywalls auch ein Herzteil. Mal gucken, ob er da weitergeht. Nee. Ist für eine... Ach, er droppt. Okay. Er droppt. Okay, das ist dann sehr gründlich. Ja, aber wenn du sagtest, er meinte eh, er will das hier eher safe runterspielen und nicht viel skippen, dann ergibt das ja auch Sinn. Ja, würde auch ein Minute 13 Catfish-Play erklären, also... So, währenddessen Nax hier mit 1,5 Herzen im Tiefsaun kriegt nochmal einen Full Magic Drop. Also der Boss wird kein Problem sein mit dem Burner. Und der Small Key lockt sich selber in der Big Chest. Okay, hat die Full Magic nicht aufgesammelt. Ja, aber ansonsten keine Progression bisher in TT. Ich habe leider nicht mitgezählt, aber wir werden gleich auf Blind sehen, ob es dort noch ein Item gibt und wenn ja, ob es uns in irgendeiner Form... Meintest du keine Progression? Wir haben den Sumaria gefunden. Ach, den Sumaria, ganz am Anfang. Ja, das war so weit am Anfang, dass ich als Overworld check. Das zählt als Overworld, okay. Ja. Come on, zählst du sie als Dungeon-Items? Schon. Ja, ist doch wahr, aber ich meine, die nimmt eigentlich immer eh jeder mit, egal ob es jetzt ein Pendant ist oder ein Crystal. Ja, macht ja auch einen guten Blindfight. Hier aber mit Spin-Attacks, wird aber trotzdem nicht getroffen dabei. Also, ja, war gut. Ja, ein Herz verloren. Ah, Winter hat die Statue ein bisschen zu weit nach oben geschoben. Ja. Oh, ich hatte einen Pick. Der ignoriert aber die Mumie hart. Oh nein, oh! Was ist das denn? Oh Gott, das habe ich ja noch nie gesehen. Oh, das hatte ich auch schon mal, das ist ganz übel. Ich würde da, glaube ich, an der Stelle Bombos aktivieren und einfach... Er hat das Schwert nicht. Oh ja, Das ist... Oh, ich kann da nicht hinsehen. Ja, diese Wallmaster, ey. Und da steht dann noch ein Gipto im Weg, ja. Ja! All diese Strapazen für ein Herzteil. Skywood's damit offiziell leer. Ich glaube nämlich, Nax war nicht hier bei der Chest. Also die Front auf jeden Fall, ja. Wir haben ein Item raus aus Skywoods. So, Digging Game. Hat nur 20 Rupees für uns. Voll schön. So, jetzt sehen wir von Winter erstmal Bumper Cave Cliff. Ledge, wie auch immer. und das ist Fire Rod. Das ist ein Knowledge, die huge werden könnte. Denn Nax war jetzt schon in Richtung Skywoods unterwegs. Wir haben auch keinen Spiegel und keine Titans oder Boots, um da oben noch weitere Checks mitzunehmen. Also, wann wird Nax da wieder hinkommen? Das ist die Frage. Sehen wir auch einen Nax Hive Cave. Hype Cave. Ja, die haben wir schon gesehen. Richtig. Da war auch nichts Wichtiges drin. Die wir schon gesehen haben, aber ich kann mir vorstellen, dass Nax jetzt gleich Richtung Pot gehen wird. Während Winter sich jetzt sehr gut fühlen wird mit diesem Schwert gleich in TT. Einfach für Skript macht es doch ein bisschen angenehmer. Klar, Burner ist nice to have im Notfall, aber nun gut. So, bei Winter werden wir jetzt die nächsten, was sind das, ungefähr 4-5 Minuten sehen, was wir bei Nax schon gesehen haben. Und Nax jetzt hier vielleicht mit dem Potplay? Fragezeichen. Nee, auch erstmal Pyramide, ja, vielleicht Catfish. Ja, okay. Ja, aber kommt auch relativ schnell mit der Flöte so ein Style wieder hin, ne? Also Richtung Pot. Ja.
Zumal er jetzt auch für Winter, aber das war klar, dass er ihn hier in diesem Overworld-Check bekommt. Ja, gibt uns ein bisschen Zeit, hier euch zu sagen, followt den Runnern gerne, wenn ihr Rando sehen wollt. Winter hier als Vertreter der deutschen Rando-Community. Ich weiß gar nicht genau, wo Nax herkommt, aber auf jeden Fall aus dem internationalen Raum. Gerne ein Follow bei den beiden dalassen. Die würden sich freuen. Absolut. Und wenn ihr Lust habt, gerne mal Spiele zu kommentieren, zu tracken, gerne auch, wenn ihr noch komplett neu seid, könnt ihr euch gerne anmelden und gerne einfach dabei sein und auch mitkommentieren. Da braucht ihr keine Angst haben. Ihr könnt einfach fragen und euch werden schon Veteranen zur Seite gestellt und ihr müsst das nicht alleine machen. Ihr werdet nicht im Regen stehen gelassen. Ihr könnt auch gerne auf unserem Discord joinen und wenn ihr Lust auf Rando habt. Den werde ich euch einmal kurz verlinken. Moment. Ich habe den Link schon kopiert. Passt. Okay, nein. Von den Runner. Ja, okay. Absolut wahr, was Magnus hier sagt. Wenn ihr Glück habt, habt ihr auch tatsächlich einen kompetenten Veteran an eurer Seite. Jemanden wie Magnus oder so. Oder Skankner. Ja, weiß nicht, ob man das will. So, Nax, jetzt mit dem Podplay? Fragezeichen? Ja, absolut. Also so, wie wir das uns auch ungefähr gedacht haben, ergibt auch Sinn. Erst Eastern Palace oder erst der Hasch, oder? Okay, ja. Offensichtlich. Na, erst die drei Items bei Sascha checken. Ich hätte es ein klein wenig anders geroutet, aber... Ja. In der Hoffnung, vielleicht den Mirror in Pot zu finden und dann dort zu mirrorn und dahin zu gehen. Es geht ein bisschen schneller. Auf der anderen Seite, wenn er jetzt hier bei Sascha den Mirror findet, kann er natürlich Pot ein bisschen angenehmer routen. Also beides absolut valide. Ich finde gerade dieses Green Pendant von Eastern. Eastern ist ein schneller Dungeon, wenn man ihn go-modet oder wenn man schnell macht. Und wir werden jetzt hier nur mit Herz und Herzheilen und Mitz belohnt. Okay. Ich nehme alles zurück. absolut das richtige Player an der Stelle. Ja. Aber trotzdem würde ich Palace of Darkness mitnehmen. Wenn man alles hat dafür. Crystal Dungeon, den man clearen kann. Den Big Key muss man sowieso suchen. Nee, hier werden aber konsequent jetzt diese Mids eingesetzt. Und das sieht mir fast nach Smith Chain aus. Ja. Aber es wundert mich jetzt. Also Nax konnte es gerade gar nicht abwarten, hier direkt den ersten Crystal Dungeon abzuschließen mit TT. Und jetzt sagt er sich, okay, es ist mir, also eigentlich ist mir das gerade egal, ich gehe jetzt doch wieder auf Overworld-Checks. Interessant. Na, ich finde Green Pendant ist dann halt irgendwie immer nervig, weil wenn man sich sagt, okay, ich nehme Sascha und Pot und danach hat man immer noch nichts, was man machen kann, dann denkt man sich, ja okay, dann mache ich eben das Green Pendant. Winter bemerkt ja jetzt auch, dass der Small Key in der Big Chest gelockt ist. Ich meinte auch tatsächlich, dass er das Play auf Pot nicht geht. Das fand ich jetzt ein bisschen seltsam. Stattdessen hier den ultra langsame Smith Chain ohne Spiegel macht. Ja. Wenn er jetzt natürlich irgendwie das krasseste Play damit rausholt, dann. Ja, pass auf, der holt da jetzt den Spiegel raus und dann straft er dich Lügen, dass das nämlich genau das Play war. Ja. Aber hättest du es so gemacht? Einer Bomben ist übrigens der Stun-Price. Ja, genau. Das wollte ich eigentlich auch noch sagen, aber dann war ich ein bisschen verwirrt, ob das Routings. So, Winter. Benutzt einfach den Burner, das ist sicherer. Ja. Ja, damit jetzt auch der erste Kristall für Winter. Jetzt können wir nochmal das Chest-Minigame anschauen, Magno. Ja. Das wir beide professionell übersehen haben. Wir haben 50 Rupees übersehen.
Ich meine, wir haben das wahrscheinlich gesehen, nur weil das Trash war, dann sofort ausgeblendet. Ja, sicher. Und der Ice Rod auf den Schmieden, Schmiedezwergen. Okay, also sollte der Mirror vielleicht sehr, sehr spät oder erst in GT liegen, dann ist und bleibt das ein sehr ekliger Check. Ja. Smith Chain. Und dann auch noch ausgerechnet so ein Item, was überall liegen kann. Die Mids waren in Zahasralas Bag und der Ice Rod gerade war bei den Schmieden. Ja, also die Mids wird Winter auf jeden Fall finden. Ist die Frage, wann er dann die Smith Chain macht. Aber gerne sind, das sind ja natürlich gerne Checks, die du dann machst, wenn du erstmal keine Crystal Dungeons mehr beenden kannst. Aber auch ohne Mirror. Guck dir das an, Nax zieht ja die Smith Chain komplett durch. Also hat er einen Ice Rod gefunden und denkt sich, okay, jetzt gehe ich auch noch in die Dark World und Purple right. Chest, du bist meins, ey. Das ist ein Commitment also, auf jeden Fall. Wir werden jetzt wahrscheinlich erstmal die Hammer Packs sehen. Ja, aber gut, wenn du zu sowas committest, dann musst du es auch durchziehen. Das ist schon richtig. Würde mich sehr überraschen, wenn wir jetzt nicht das Potplay beim Winter sehen würden. Ja, doch. Okay, erst Sascha. Erst ja. Sascha. Ja, okay. Ist natürlich das gründliche Play. Hat er ja angekündigt, wie du sagtest. Wenn man Eastern Palace und Zahasralla, also Green Pendant, Eastern und Sascha, es gibt, sind das insgesamt 7 Items, die man liegen lässt. So nimmt man sich diese 3 auf jeden Fall schon mal mit. Und man kann danach ja immer noch Eastern machen, eventuell. Ja, aber die Purple Chest war auch leer, hatte nur ein 20 für uns. Und Nax checkt jetzt hier Argina. Aber vorher nicht die Ledge. Ja, da ist auf jeden Fall ein großer Fokus auf die Overworld-Checks gelegt bei Nax. Mhm. Winter geht jetzt hier die Maya-Area checken. Vorher die Ledge angeschaut. War nur Quatsch. Und Argina hat auch noch Bomben für uns. Ja, jetzt hier die Maya-Chat kann man auf jeden Fall ganz gut mitnehmen. Aber ich find's witzig, dass die beiden Pot echt so aufschieben. Bombos für Maya. Also das Medaillen wird hier schon mal nicht das Problem sein für uns. Stand jetzt eigentlich nur Boots oder Hookshot. Rausstehend. Und das ist das Cape für den Fire Rod. Ui! Ui. Ja, ich denke, wir werden jetzt ein... Es wirkt fast so, als wäre der Dampf von der Progression jetzt gebrochen, so allmählich. Und jetzt kommen die ganzen Items rein und alle Wege öffnen sich. Und das könnte natürlich fies sein, wenn dann da am Ende der Ice Rod gesucht wird. Ja. Yep. Aber jetzt holt sich Winter den Fire Rod ab. Kann damit natürlich dann auch Ice Palace machen. Ja. Könnte Hookshot Locked sein, ist uns aber wurscht mit dem Sumaria. Kann Skywoods machen, was aber ein Pendant ist. Und wir schon ein Item raus haben, also. Genau. Turtle Rock braucht den auch. Aber jetzt so unmittelbar. Hätte ich vielleicht. Zumal, wir hatten ja schon Bombus, also Ice Palace ist jetzt nicht neu dadurch aufgegangen. Ja, aber es ist angenehmer, Kult mit dem Fire Rod zu machen als mit dem Fighter Sword. Das ist richtig. Weiß ich nicht, vielleicht hätte ich das hier oben wirklich ein bisschen aufgeschoben, bis ich noch einen Spiegel oder sowas hab. Falls ich ihn überhaupt bekomme, also dass ich abgeholt, wenn ich es brauche, weil wie gesagt, ich verstehe nicht, warum beide keine Lust auf Pot haben. Soll nicht heißen, dass es falsch ist, aber wundert mich halt einfach. Wie ist es bei dir? Also du hättest wahrscheinlich auch schon Pot länger mal gesehen, oder? Ich wäre sofort nach Pott gegangen, Minute 13 oder so. Ja.
5 Herzen, mir egal. Ja, also beide Positionen, wie Maya, unser Tracker heute, das schon richtig sagt. Beide Items oder beide Rods hier mit Last Location Potenzial. Ist die Frage, wann man Bumper Ledge unbedingt checkt. Ja. Wann man die Smith Chain macht, ist auch eine Frage, wenn man jetzt noch einige mehr an Progression Sachen findet. Und tatsächlich hier das Skull Woods Play mit dem Fire Rod. Ich bin. Also ich halte das Rodding von beiden für kreativ. Nein, für kreativ. Also, es tut mir leid, ich verstehe nicht, warum sie Angst vor Pot haben. Oder haben wir uns vertrackt und Pot ist ein Pendant und Skywards ist ein Crystal? Also, nee, Pot ist sogar ein Red Crystal. Also, ja, wir haben so die Chance, beide Red Crystals zu machen. Ja, keine Ahnung. Wir sehen jetzt hier auch einen Spike Cave Check. Also, das ist schon irgendwie eine Off-Location, wenn man kein Hookshot und kein Mirror hat, um noch weitere Sachen auf dem Berg zu machen. Und ihm geht ja, auch die Magie hier aus. Er hat nicht die. Nein. Er hat keine Potion dafür. Nein. Damit wissen wir, das letzte Item liegt auf Morphila oder halt der Big Key. Aber damit ja irgendwie auch das Item. An der Stelle sei auch gesagt, wenn man nur das Cape hat, ist 2 Cape auch noch nicht in Logik. Denn wenn man wie Nax jetzt hier nur 8 Herzen hat und selbst mit einer vollen Magieleiste, reicht es glaube ich nicht ganz. Und wie das Schicksal das so will, hier direkt Nax wird gleich mit einer Bottle belohnt oder auch nicht. Direkt im nächsten Check, nachdem man nicht genug Magie hatte für 2 Cave. Ist immer ein bisschen ironisch. Also werden wir jetzt gleich eine Hammermotte sehen. Ich meine, Redmail ist ganz angenehm. Aber diese Hammer-Hitbox ist natürlich trotzdem nicht schön. Ja, und die Spikes, die rumfliegen, machen natürlich ein Herz True Damage. Genau. Wartet hier noch schön auf den Wallmaster, dass man nicht im Fallen gegrabt wird. Hat jetzt aber auch die Motte hier schon unten. Ja, okay, kaum sag ich's, verzieht sie sich direkt wieder nach oben. Man hasst sie dafür. Man hasst sie so sehr dafür. Ja, wenn man mal einen Boss-Shuffle spielt und man die Motte in zum Beispiel Eastern Palace im Bossraum hat, ist das mit der einfachste Boss, den man machen kann. Und das war hier ein sehr schneller Mottenkampf für einen Hammer. Auf jeden Fall. Und da ist nur Blue Goo drauf. Ich meine, nur in Anführungszeichen. Ist natürlich nice to have, aber... Nax, ich dachte, jetzt macht er Pot, aber jetzt geht er zu Eastern, oder? Verwirrt Magno. Gibt's irgendwas, warum wir nicht in Pot reinkommen? Nö, doch, ist eigentlich schon wir offen haben seit alles. Minute 13. Ich frag mich Geld haben auch wir genug. Ja. Also Nax möchte hier anscheinend irgendwas off-located finden. Irgendwie geht hier dann doch sehr overworld-mäßig die off-locations ab. Weiß nicht, ob er sich schon sehr behind fühlt oder weiß ich nicht. Eigentlich noch keinen Grund gesehen, warum man sich hinten fühlen müsste. Und Winter holt sich jetzt Ice Palace. Ist okay, ist ein Crystal, ja. Absolut okay. Aber auch hier, warum nicht erst Pot und mit besserem Equipment dann Ice Palace? Ich will das gar nicht zu sehr kritisieren. Aber wir fragen sie nachher mal, warum, ja. Es interessiert mich einfach. Ja, es gibt auch immer die Sache, wenn man sich denkt, Palace of Darkness war jetzt logisch schon ab Minute 13 offen. Wir haben jetzt Minute 43. Ich glaube, ich gehe lieber erstmal in die Sachen, die später aufgegangen sind. Weil man da vielleicht eher Progression erwartet. Das kann gut sein, aber trotzdem ist es halt ein Crystal, den man full clearen kann. Irgendwann muss man den sowieso machen, den Biggy musst du eh suchen. Winter hat eine Blue Goo und noch etwas. Und das Buch vor allem jetzt auch. Was war in der ersten Flasche? In der ersten Flasche? Eine Fee hatte er, glaube ich.
Okay, laut Tracker der beiden haben wir keinen Hammer. Dann hat Roti uns vielleicht Unsinn erzählt und wir reden uns die ganze Zeit dumm und dusselig, Marco. Nee, Moment, den Hammer haben wir im Thief's Eye. Nein, den Bogen, den Bogen. Ah! Ah! Nun! Aber das ist dann nicht unsere Schuld. Gut. Somit... Alles gut, okay, das erklärt einiges. Okay, ich möchte mich bei den Runnern entschuldigen, aber das ist einer Fehlinformation aufgesessen. Wow. Okay, dann kann ich es doch jetzt sagen, das wäre nämlich ein richtig doofes Play gewesen. Absolut wow. Richtig, was die Runner hier machen. Wir beide sind hier einfach die Doofen, die für euch Mist erzählen. Oh Gott. Können wir mal fragen, warum er nicht im Pott drin war, hier Bottle glitchen und alles. Es gibt Wege und Möglichkeiten, daran vorbeizulaufen. Oh Mann. Ja, aber bisher keine Progression in Eastern. Das Buch ist natürlich ganz cool für Winter, wenn jetzt der Desert nicht bootslocked ist, dann schon abschließbar. So, und ohne Hookshot muss man hier tatsächlich bei der Big Chess auch vanillamäßig runterdroppen. Ja, mit dem Hookshot kann man immer rechts runter, das ist ein bisschen schneller, dann kann man sich durchhookshotten. Und der Mirror on Ice Palace. Das heißt, beide Zugangs-Items für Desert waren in Ice Palace und Nax stirbt hier. Ja, das war ein Death Warp. Der hat okay. Der ist auf jeden Fall fünfmal reingelaufen, obwohl die Truhe schon gecheckt wurde. Also, okay. Ich habe nur den Deathscreen gesehen, weil ich war mit dem Spiegel ein bisschen beschäftigt. Also entweder waren das alle drei Items raus oder er sagt sich, das reicht mir. Hab genug gesehen. Er hat keinen Bogen, um den Boss zu machen. Das war ja der letzte Check. Clever. Ich bin immer noch... ja, bogentechnisch bin ich immer noch auf der Höhe. Ja, wir haben uns das jetzt auch so lange eingeredet, Marc, nur das ist... das geht nicht mehr aus unserem Kopf raus. Ja, und ohne Bogen macht das auch Sinn, dass man erst Sahashola checkt. In der Suche auf den Bogen, ja. Absolut. So, und Nax jetzt hier auch mit dem, mit dem Potplay ohne Bogen. Wir werden sehen, ob es Bowlocked ist. Wir wollten es schon die ganze Zeit sehen. Ja, es für Nomo, da schauen wir erst, glaube ich, ein bisschen später sogar drauf, oder? Ja, also... Dafür, wir haben dann nicht mal gesehen, was Turtle Rock benötigt, ja. Ich meine, man braucht ja auch zwei Schwerter, um Ganon zu verletzen. Eins liegt auf der Lumberjack-Ledge, was wir aber, glaube ich, nicht sehen werden, dass sich das irgendein Runner holt. Der Bogen fehlt, der Hookshot fehlt. Turtle Rock Medaillen könnte noch fehlen. Und eventuell die Boots, ja, tatsächlich. Ja, Hookshot auf jeden Fall. Ich denke nicht, dass einer von den beiden hier einen Wallnum Bounce oder hovern wird. Ne, ich weiß von Winter, dass er es nicht kann. Beides nicht. Ja, vielleicht hat er das geübt und will uns jetzt hier überraschen. Ja, ich bin gespannt. Ein Bowlock-Pot. Ja, finde ich gut, jetzt hier die Blue Potion zu verwenden. Wir waren schon bei Zora, wir haben die Flöte, wir können die schnell wieder auffüllen. Und das macht diesen Fight doch wesentlich schneller als... Ja, und schau mal, wie lange das gedauert hat. Fast gar nicht. Richtig, das also... Was. So, ein Red Rupee in Pot. Mal schauen, was wir noch haben. Die Boots, okay. Ja, mit dem Buch aus Ice Palace sogar und dem Spiegel aus Ice Palace, also doppelter Desert-Zugang in Ice Palace tatsächlich. Ja. Ist damit auch Desert also abschließbar. Winter füllt sich hier seine Blue Potion nochmal wieder auf. Ja, finde ich nicht so doof. Das kostet nicht so viel Zeit und nice to have. Ja, mit dem Spiegel möchte Winter auf den Berg gehen.
mit Hammer und Spiegel, auch die Right Side komplett in Logik. Kann da alles checken, außer Hookshot Cave. Jetzt ist Nax wieder geschoben. Ich glaube, das war diesmal aber kein Death Warp, oder? Doch. Auch? Okay. Okay. Ah, I see. Jetzt weiß ich, wo er war. Okay. Der Big Key scheint auf der rechten Seite gewesen zu sein, weil ich habe keinen Big Chest Check gesehen. Ja, oder er liegt hier unten. Oh, bitter. Ich so, glaube, mit dem Buch können wir auch das Aether-Tablet checken. Ja. Und ich sag dir, es sind beide Schwerter auf den Tablets. So, dass wir Aga machen müssen. So, Nax hier mit einem Hammer-Jam-Setup. Hat nicht ganz geklappt. Mit nicht ganz meine ich gar nicht. Wow, das klingt gemein. Nein, es hat halt einfach nicht geklappt. So, das. Ich muss auch sagen, ich bin nicht der größte Fan des Hammer Jams. Ja, da hat er ihn. Weiß ich nicht. Ist irgendwie nicht. Nicht so, mein. Deathwarp ist jetzt auch schwierig. Ja, ja, und man hat keinen Bogen, um den Dungeon abschließen zu können. Da wird dann gesaved und quittet. Also, wir haben hier die Boots aus Pod bekommen. So, Winter kann uns jetzt zeigen, was auf dem Berg liegt. Und Nax zeigt uns jetzt die Boots-Checks. Ja, interessant. Und Winter hat hier keinen Hookshot, also muss ins Basement für den Big Key. Also, Bonk Cave hat erstmal nur ein 20 gehabt. Dann schauen wir mal, was Kingstrom für uns hat. Und das ist dann auch so eine Sache. Wenn man Bonk Rocks und Kingstrom schon gecheckt hat, dann ist Graveyard Ledge zum Beispiel sehr unattraktiv, auch Bumper Ledge zu checken. So Half Magic in Kingstrom. Also sollte Nax dann auch bald nach Ice Palace gehen und dort sein Mirror und sein Buch kriegen, weiß ich nicht, ob man jetzt für die Graveyard Ledge nochmal extra in die Dark World geht. Ich meine, wir wissen noch nicht, was und ob da irgendwas ist. Wo war da noch? Fireworth auf Bumper Ledge, genau. Aber das Cave, das hat er jetzt auch. Vielleicht wird er jetzt tatsächlich Bumper Cave checken. Weil jetzt mit dem Equipment möchtest du eigentlich gerne den Fire Rod haben. Was ist in der Dark World da eigentlich? Also er war ja schon in der Dark World da, hat schon die Smith Chain gemacht. Außer Bumper Ledge bleibt ihm in der Area irgendwie nichts mehr offen. Hinter ihm mit einem Bomb Jump. Hat wunderbar funktioniert. Wird mit einem Kompass belohnt. Und so wie Nax jetzt schon Eastern Palace den Boss gedodged hat, okay, da hat er keinen Bogen für. Aber wenn man schon irgendwie in einem Pendant Dungeon den Boss geskippt hat, dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass er sich sagt, nee, Skywoods. Nee, das mache ich nicht. Ja, war ja auch, also war nur die Blue Goo. Wie gesagt, nice to have, aber dafür extra einen Pendant Boss machen, ich glaube nicht, dass sich das lohnt. Ja, und damit Turtle Rock schon voll clear war für Nax. Ja. Ne, er hat noch keinen Spiegel, er kommt da noch nicht hin. Stimmt. Und wir wissen auch nicht, wie das Medaillon drauf liegt, aber prinzipiell mit Spiegel könnte es möglich sein. Dann geht jetzt doch für Skywoods. Okay, also bleibt dieser Linie von denen, ich muss irgendwas off oder irgendwas nicht so ganz auf dem Weg finden, treu. Während Winter jetzt hier seinen dritten Kristall geholt hat in Tower of Error.
Ein Herzcontainer auf der Floating Island. Ja, ich wollte es auch gerade sagen. Ja, das wird wahrscheinlich da liegen bleiben. Auf jeden Fall. Also mit Redmail respektive Bluemail ist es das nicht wert, da nochmal zwei Wände aufzubomben, drei Screen Transitions, nochmal Mirron, wieder zurück Mirron für die Dark World. Das, nee. Ah, da fühlt sich aber jemand confident in seinem Play. Nee, aber hast du recht. Das ist es nicht wert. Da ist es schon fast sinnvoller, Aga zu machen, um an das zweite Schwert zu kommen. Ganz extrem ist es natürlich nicht, aber... So, und dann sind wir progressionmäßig auch schon ein bisschen eingeschränkt, wo das liegen kann. Wir haben jetzt natürlich nach dem Ice Palace Play und nach dem Boots in Pot könnten wir komplett Desert abschließen. Wir könnten in Swamp bis zur Left Side ohne den Hookshot. Also wir könnten bis Left Side Swamp kommen. Es bleibt noch abzuwarten, was auf dem Dark Death Mountain ist. Aber ansonsten müsste, glaube ich, auf dem Berg hier irgendwas sein. Ja. Yep. Okay, wir haben noch die Mirror-Checks dazu bekommen, das stimmt. K45, ja, und Graveyard Ledge. Und Maya auch für die Runner, wenn wir die Inventories zusammenfügen, abschließbar. Stell dir mal vor, die beide Schwerter sind in Turtle Rock und das Turtle Rock Medaillen ist auf dem Bombus-Tablet. Dann müssten wir Aga machen für das zweite Schwert. Oh Gott, ja. Ah, okay, wir haben Nevermind. Okay, ich habe nichts gesagt. Es tut mir leid. Oh, und der Bogen. Ja, okay. Das ist die Standardausrüstung für Pot. Damit wird auch Winter gleich auf seine Boots treffen. Okay, da geht das Routing vom Winter dann auf jeden Fall, ich sag mal, besser auf, weil er Pot nicht double dippen muss. Ja. Wenn Nax jetzt hier aber auch in Ice Palace unterwegs ist, da sein Spiegel und sein Buch ausholen wird. Buch hat er schon. Und dann fehlt uns nicht mehr so viel. Turtle Rock Medaillen und Hookshot. Dann wissen wir immer noch nicht, wo der Hookshot ist, aber ja, wenn wir das Turtle Rock Medaillen wissen, dann ja. Ja, aber ich meine, wenn man Boots hat und Mirror und Mids, dann ist, sage ich mal, die Overworld bei den Schmieden beziehungsweise Graveyard Ledge, Boots und alles da doch irgendwo in einer großen Runde einroutbar. Mal gucken, wann er da hingeht. Auf jeden Fall wahrscheinlicher, dass Winter das holen wird, jetzt wo er den Spiegel hat. Wir brauchen den Hookshot, um in Ganon's Tower über diese Gap nach Moldom 2 zu kommen, Metal Maniac, denn Havan und Moldom Bounds werden wir hier ja nicht sehen. Wahrscheinlich nicht. Ohne also, irgendwem zu nahe treten zu wollen. Ich wäre doch sehr überrascht, denn das ist nicht leicht. Also Moldom Bounds ist eine Technik, die ist sehr, sehr schwer, würde ich sagen. Lass es nicht reinhören, da sagt immer, das ist ganz einfach. Es erfordert auf jeden Fall ein bisschen Übung. Und ich sag mal so, bevor man sich solche Sachen anguckt, sollte man vielleicht ein bisschen das Spiel ein paar Mal gespielt haben. Bisschen besser im Overworld-Routing, bisschen besser bei den Bossfights werden. Also im Gegensatz zu uns... Ja, im Gegensatz zu uns. Ja, also im Gegensatz zu uns sollte man halt gut darin sein. In den Dingen, die du eben angesprochen hast. So, Winter wird dann jetzt auch Pot clearen, wenn Nax jetzt noch Ice Cube holt, bevor er zu kurz hier runterdroppt. Wo hatten da eigentlich die Half-Magic her? War die im Pot? Kingstomb. Ah, Kingstomb, okay. Die ist natürlich super nice, gleich beim Coldstair-Fight. Ja,
Ja, er hat ja auch sein Fire Rod geholt, bevor er in Ice Palace drin war. Oder drin ist. Kann also auch den Fire Rod spammen für den Boss. Ja, und Winter kann hier mit dem Bogen und mit dem Mirror Pot natürlich viel angenehmer routen. Ja, viel, viel angenehmer. Nax hätte gar keinen Bock auf die Anti-Fairy. Wandelt sie erstmal. Oh, jetzt hat er. Ich wollte gerade sagen, lässt sie dann aber trotzdem hier. Sehr stark mit dem Boomerang geholt. Ja. Also, das war nicht schlecht. Im kompletten Abenteurer-Modus hier. Wir waren das noch mit dem Boomerang. Das war hier. ja, bitte. Hier, dieser Australier-Film Crocodile Dundee, oder? Okay. Hat er nicht auch einen Boomerang benutzt? Ich hatte das im Kopf, bin mir aber nicht sicher, weil ich den nie gesehen habe. Oh, was? So, schauen wir uns mal den Cold Star Fight von Nax an. Der wird sicherlich jetzt gleich auf den Fire Rod switchen. Ja, Bombus für die Eishülle und dann Fire Rod für die Augen. Ja, 100% Accuracy hier mit den Fire Rod Schüssen. Ja. Aua, aua, ah, da geht's. Ah, im vorletzten das los. Ach, schade. Da ärgert er sich, da sind die Rage Slashes 100%. Das ist eigentlich so ein Moment, wo man auf Reset auf der Konsole drückt, oder? Ja, Winter geht's hier direkt zum Boss. Darf dadurch noch ein bisschen länger auf seine Boots warten. Ja, ich glaube, mit dem Mirror macht das keinen großen Unterschied, ob man dann erst die Back... Oder, ja. Man kann natürlich, wenn man die Items mitzählt, dann schon beim fünften Item dann einfach rausgehen. Aber ja. Kann man so machen, kann man auch anders machen. Ich denke, das nimmt sich zeitlich wirklich nichts jetzt. Also ohne Mirror ist das hier auf jeden Fall das bessere Routing. Ja, wir wissen ja, dass auf der Big Chest ein Item liegt, 50 Rupees. Nax hier mit dem Super Speed. Diese Mini-Helmas, ne? Das sind gar nicht Mini-Helmas, das hier sind die Schildkröten. Die brauchen einen Namen, ne? Warte, wait a minute. Hat Nax die Motte gar nicht gelegt? Nein. War doch. Ah, okay. Dann ist er also rausgegangen, ohne das Item zu holen. Okay. Für die Bridge Chest ist er dann noch hingegangen, aber dann nicht mehr. Nicht mehr für die Motte. Ja, und Wind, Nax ist natürlich auch auf dem Berg unterwegs, hat ja seinen Mirror rausgeholt. Und. Ist jetzt halt auf dem Berg unterwegs, so wie Winter auch gerade eben es noch war. Wird hier sein Master Sword dann finden. Ich glaube, es war Paradox Cave. Ja. So, 5 Rupees auf Helmer. Ja, Winter tankt einfach alles. Stimmt, ja, der hatte die Flippers in der Zora Area und konnte sich die Red Mail holen. Vor allem hat Winter jetzt auch die Pyramid Fairy offen. Hat beide roten Kristalle. Ja, was bedeutet das? Hm? Nein, wenn wir beide Red Crystals haben, genau, dann hat der Bombenverkäufer in der Dark World in Link's Haus verkauft er uns diese rote Superbombe, die den Crack in der Pyramide aufsprengen kann und dann bekommen wir da die 2 Items aus der Pyramide. Ich wollte das nochmal kurz erklären, vielleicht für... Alles ist gut. Ich glaube, die Bombe wird nicht... Ach doch, was? Hat doch noch geklappt. Ah, das ist... Auge ist das. Augenmaß abgepasst. Oh, dang.
okay, warte. Wir müssen nochmal rückwirkend die Ice Palace-Logik angucken. Wir hatten auf jeden Fall das Buch in der ersten Chest. So, und... Den Mirror hatten wir Big Chest, glaube ich. Ja, eine Big Chest. Warte, ich schau nochmal schnell, ob wir das denn kriegen. Ob wir anhand der Ice Palace-Logik sagen können, ob der Hookshot auch in der hinter der Red Bomb liegen kann. Daruk, wo bist du? Daruk. So. Warte, ich hab's gleich. Wir haben die Karte links gehabt, ja, also der Dungeon war Hookshot locked. Also wir haben in der ersten Chest haben wir das Buch gehabt und links über dem Big Key war die Karte drin. In der Big Chest war der Mirror drin. Also ich glaube, man kann ziemlich sicher sagen, dass der Dungeon Hookshot locked ist. Das heißt, der Hookshot kann auch nicht in GT liegen. Wenn ich keinen Müll erzähle, dass der mit der Hookshot-Logik. Auf jeden Fall könnte dann der Hookshot nicht auf der Red Bomb und nicht in GT liegen. Naxt wurde hier von Trolldorm ein bisschen genervt. Zwei Hits haben wir da reingekriegt, dann runtergeboxt worden. Ja, aber Winter wird jetzt einfach Desert abschließen. Und auch Maya, das erste Item ist raus, es waren 10 Bomben, die hat er natürlich auf der Torch gelassen. Und ja, Winter wird dann seinen Hookshot und auch den Ice Rod suchen. Vom Ice Rod wissen wir, wo er liegt. Hookshot könnte ein bisschen fies werden. Könnte natürlich in Turtle Rock liegen, also... Ja, ich bin mir fast sicher, dass er ab jetzt in Turtle Rock liegen muss. Wir haben die Overworld-Checks gesehen bei Nax. Und Dungeon-technisch vielleicht noch Swamp. Mit Hookshot, dem Hookshot. Cave. Erste Chest. Hookshot, Cave, erste Chest. Aber ich glaube Turtle Rock. Ich meine, wir haben Misery Maya auch noch nicht gesehen. Eben. Kommen wir da jetzt rüber? Ja, das sagte ich ja eben vorher schon. Aber auch der Traum von Left Side Swamp lebt. Hookshot auf Left Side Swamp. Das ist eine wunderbare Location für dieses Item. Ja, auf dem Pedestal kann nichts mehr außer ein Schwert liegen. Schwert wäre natürlich nice, weil dann hätten wir auf dem Pedestal und auf dem Lumberjack ein Schwert. Dann hätten wir auf jeden Fall einen Master Sword gerne. Ja, aber Winter marschiert hier ein bisschen voran mit den Crystals. Nax macht jetzt TA auf und ist die Frage, ob er danach reingeht. Er könnte ihn clearen. Also wird natürlich erstmal jetzt die Mountain Checks holen, das ist eh klar. Aber vielleicht geht er dann nach in TA rein. Würde ich gar nicht so doof finden. Ne, und vor allen Dingen, wenn er da den Hookshot findet und hier noch Paradox Cave macht, ist im Sword Mode, im Schwertmodus. Ich habe Nax nicht bei der Hexe gesehen. Ich weiß nicht, ob du ihn dort gesehen hast zum Potions auffüllen. Also ich habe eben auf jeden Fall den Ice Palace nochmal angeschaut. Also wenn das nicht gerade eben passiert ist, habe ich ihn auch nicht gesehen da. Aber das Fighter Sword Trinex ist natürlich so eine Sache, aber er hat Half Magic, also das könnte gehen. Er wird ja gleich sein. Ne, wo war denn das Master Sword noch? Im Paradox Cave. Ja eben, das wird er eben gleich noch holen. Er wird ja Mirror'n. Ziemlich sicher. Also das habe ich schon so im Hinterkopf gehabt. Okay, aber erste Chest Hookshot ist es nicht. Also ich denke, wir werden jetzt hier wahrscheinlich die Mountain Checks sehen. Und dann mit dem Master Sword könnte man sich eigentlich an TA versuchen, wenn man sich confident fühlt. Und das könnte jetzt die Situation sein, ne? Ich meine, Winter so spät im Seed ist wahrscheinlich jetzt in den Dungeons unterwegs. Die Frage, wann er denn den Ice Rod dann in der Overworld noch sucht. Genau, vielleicht sucht er ihn in TA. Und das ist natürlich dann huge für Nax ab dem Moment. Da sind jetzt auch die Kristalle. Also wenn das so kommen sollte,
dann sind die Kristalle, die Winter hier gefarmt hat, erstmal ein ganzes Stück weniger wert, als sie Stand jetzt sind. Interessant auf jeden Fall. Ah, das sind immer die Momente, die man am Rando so liebt, oder? Dieses, was könnte jetzt passieren? Und eigentlich, ja, es sieht so aus, als wäre Nax hinten, weil Winter halt hier die Dungeons durchmarschiert ist, ein nach dem anderen. Aber wenn es halt ganz, ganz fies läuft, dann auf jeden Fall noch Chancen, so zurückzukommen. Schwierig, das will ich gar nicht bestreiten. Aber die Möglichkeit besteht. Boah, hast du gesehen, wie er Neo-Style da den Laserbeams gedodged hat? Also Matrix hast du gesehen, oder? Ja, ja. Ach Gott sei Dank. Sonst hätte ich diesen Kommentatoren-Channel auch langsam verlassen. Wow. Ja komm, Crocodile Dundee, ey. Na eben, ja. Also Winter mit den Crystal Dungeons, aber Nax eventuell mit dem mit dem schnelleren Go-Mode. Aber nee, er läuft nicht in Turtle Rock rein. Er macht erstmal Palace of Darkness mit dem Bogen. Weiß ich nicht, wenn man schon dasteht, Turtle Rock hat gefühlt immer irgendwas. Ja, ja, genau. Aber gut. Vielleicht fühlt er sich einfach nicht confident jetzt nur mit dem Master Sword. Er hatte auch, wie gesagt, keine Tränke mit. Hätte man überlegen können, ob man die vorher holt, wenn man eh auf den Berg geht und gegebenenfalls TA machen kann. Aber ey, teilweise denkst du an sowas gar nichts. Du bist so im Stress in solchen Seeds. So, Misery Meyer hat den Big Key auf jeden Fall früh in der Spike Chest. Und in der ersten Chest lag, glaube ich, ein Small Key, oder? Ja, ich glaube auch. Oder eine Karte oder sowas. Also auf jeden Fall kein Non-Dungeon-Item. Und da die linke Seite eigentlich hinter drei Small Keys gelockt ist, kann man eigentlich schon fast sagen, dass rechts ein Small Key liegen muss. Und vielleicht auch schon auf dem Boss. Das quasi im... Ich glaube sogar in der Cutscene-Chest das zweite Item liegen muss. Bin ich mir nicht ganz sicher. Boah, Maya-Logik. Boah, nee. Also wir hatten noch kein Small Key. Und haben dann einen da auf der Brücke gefunden. Ich glaube, die beiden Items rechts müssten Small Keys sein. Und da ist oder der Hookshot. Oder der Hookshot. Oh, ja. Damit für Winter nur noch der Ice Rod. Ja. Nur, wie gesagt, ich sehe ihn vielleicht eher danach Richtung Turtle Rock gehen und ihn da suchen. Also es würde mich nicht wundern, muss ich sagen. Ja, wenn man nur noch den Ice Rod sucht, ja. Ja, und wir sind ja Teil der deutschsprachigen Random Community und da weiß ja jeder... TA hat immer was Blaues. Und was anderes Blaues fehlt uns nicht mehr. Na, das ist jetzt eben die Sache. Wenn du gründlich spielst, machst du vielleicht noch die Overworld-Checks. Weil ich meine, den Schmied kannst du nicht gut mit Portal-Saven abgeben. Und vor allem die Redmail 11 Herzen. Da ist Portal-Saven sowieso immer so eine Sache. Nimmt er sich jetzt quasi noch die Zeit, ein bisschen gründlich was zu routen? Oder sucht er den Ice Rod in Turtle Rock? Mhm. Ja, vor allem, er hat jetzt auch Hookshot Cave da oben auf, ne? Das sind für ihn auch nochmal 4 Checks, weil er war ja ohne Boots oben. Ja, und komplett Swamp Palace, ne? Also, Palace ist für ihn aufgegangen. In Winters Universum, der Schalter ist nicht betätigt worden. In Winters Universum könnte der Ice Rod auch noch auf dem Pedestal liegen. Beide Dungeons haben das gleiche Medaillen, die Dark Doom. Ich wollte erst die Dark Room lesen, weil wir ja bei Rando sind, aber dann bin ich ein bisschen näher rangegangen mit meinen schlechten Augen und hab's dann Gott sei Dank doch richtig gemacht. Ja, im Randomizer ist es durchaus zufällig, welche Medaillens die Dungeons haben.
Und es können auch die gleichen sein. Es ist sogar sehr häufig, dass es die gleichen sind, habe ich das Gefühl. Darkroom liest jeder am Anfang. So. Winter hat jetzt auch Witty gelegt. Ich meine, wir haben alle Items raus. Wir haben einen Hookshot und einen Red Rupee. Beziehungsweise in anderer Reihenfolge, aber ihr wisst schon, wichtig ist nur, was wir rausgezogen haben. Ja. Und damit schon 6 Kristalle für Winter. Aber der Ice Rod fehlt noch. Ja. Yep. Ich hatte gerade für einen kurzen Moment Angst, dass Winters Konsole, Emulator gecrashed sei. Ui. Ja, holt jetzt hier natürlich noch vorher Checkerboard Cave. Will jetzt nichts liegen lassen. Ja, und wenn Helmersaw hier jetzt gleich down geht, bei Nax Seite, ist ja auch nur noch ein Desert Palace Clear hinten, aber dafür. Und ein bisschen Meyer, ja. Aber in Meyer würde er dann schon seinen Go-Mode finden. Also es könnte hier noch durchaus knapp werden. Mhm. Den, den objektiven. Oder den. Das, der optische Vorteil hier gerade für Winter muss keiner sein. Okay, er zeigt uns nochmal den Joke, den uns Sascha erzählt. Das nenne ich Fanservice. Ja, aber er geht. Er will die Boot-Tracks mitnehmen. Oder? Ja, das sieht mehr aus wie Bonkrox, ja. Ja. Ja, das ist für mich aber so ein kleines Indiz für, ich mache nur hier das allernötigste Schnelle, ja, was ich abgrasen kann, und dann bin ich aber eigentlich in Turtle Rock. Ja. Ich meine, der Ice Rod war auf dem Schmied, das war nicht in der Purple Chest, den kann man noch... Ja, man muss trotzdem einmal Deathwarpen extra für den Schmied dann. Ja, und das auf Redmail. Spaß. Wird jetzt hier auch noch mit einer Half-Magic belohnt. Hat man gerne, wenn man nur Master Sword hat? Auf jeden Fall. Oh, Nax. Schau dir das an. Nax hier direkt auf dem Weg zu seinem Go-Mode, denn der Hookshot war in Missouri. Oh, und Winter geht für Hookshot und Tja. Ui. Es ist objektiv ja. Das schlauste Play, also. Ja, objektiv auf jeden Fall. Es ist nur halt nicht das richtige Play, aber das weißt du im Rando halt nie, das macht's ja so schön. Und es könnte hier wirklich noch richtig, richtig spannend werden. Damit. Hui, ich mag gar keine Prognose abgeben jetzt mehr. Nee, das Rennen ist hier so offen wie. Ja. Wie ein Scheunentor, um Fußball-Metaphern rauszubringen. Weißt du, wir wissen ja jetzt, dass es Bombos ist, aber man müsste in diesem Moment, wenn wir es nicht wüssten, hoffen, dass es nicht Bombos ist. Ah, fies. Jetzt schau dir das an. Ich meine, Nax klärt jetzt erst noch Desert Full. Ja. Würde er es andersrum machen, könnte er Desert Go moden. Wobei, man müsste für den Big Key trotzdem hier auf die rechte Seite rennen. Ja, okay. Macht keinen großen Unterschied. Er wird nochmal zur Big Chest laufen, das ist so das Einzige, aber das geht ja auch recht fix. Desert ja ein sehr, sehr schneller Dungeon. Ja, das stimmt. Der Hookshot lag quasi left side locked in Misery Mire. Also man musste links erstmal den Schalter umlegen und dann lag er da in der Truhe, die von den beiden oder von den Blue Packs. Compass ist das, glaube ich, oder? Ich weiß nicht, was da nochmal liegt. Ich glaube, es ist Compass. Aber not sure. Auf jeden Fall muss man den blauen Schalter umlegen, ne? Ja, und Winter jetzt mit seinem
Turtle Rock Play, das ich absolut nachvollziehen kann. Also komplett. Leider nicht das richtige Play. Ja, ich habe das so ein bisschen Commentators Curse mäßig gecursed am Anfang. Als Nax den Ice Rod da früh aus den Smith gezogen hat, meinte ich schon, das könnte eine eklige Location sein, wenn man jetzt so dammbrechend alle Items findet, dann sieht man die Runner meistens nur noch in den Dungeons unterwegs sein. Ja, ja. Aber ich hätte es genauso getan wahrscheinlich. Ich tendiere auch dazu, dann eher nochmal die Mirror-Checks mitzunehmen. Grundsätzlich, aber auf Redmail mache ich das dann auch nicht mehr. Also, Boah, ist wirklich eklig. Also ich wäre jetzt nicht gerne in der Situation von Winter. Also auch nicht ohne das Wissen, das ich jetzt habe, aber TR zu gehen, wenn du eigentlich gut in der Zeit bist, aber du hast den Ice Rod nicht, immer fies, immer fies. Aber ich meine einfach, selbst wenn Winter jetzt Turtle Rock komplett durchgeht, er ist noch einen ganzen Meier clear vorne. Und dann ist die Frage, was er jetzt als nächstes macht. Dungeons hat er nicht mehr offen, außer Swamp. Swamp und Overworld. Dann ist immer die Frage, genau. Was macht man zuerst? Ja, also Stand jetzt hat sich jetzt auf jeden Fall bezahlt gemacht, dass Nax am Anfang noch ein bisschen Zeit für Overworld-Checks investiert hat. Ja. Ja, Nax jetzt Richtung Meier. Wird dort auf sein Go-Mode-Item treffen. Nämlich den Hookshot. Und ab dem Moment kann es ganz, 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 ganz fies für Winter werden. Also er müsste dann wirklich relativ zügig die Smith-Chain machen. Hat hier wirklich Angst vor der Anti-Fairy, die ihn verzaubert. Aber ist dann doch schneller als das goldene Ding. Ja, so Nax ist tatsächlich das Spiel etwa am Anfang so angegangen, dass er vor allen Dingen mit den Mids dann erstmal Overworld-mäßig Dinge gecheckt hat, die ein bisschen off lagen, die weite Wege auch zu laufen waren. Und hat sich nicht gescheut, in Pendant Dungeons reinzugehen. Wollte irgendwas anscheinend ja neben der Strecke finden. Und Winter ist dann ein bisschen direkter auf die Crystal Progression gegangen. Ja. Naja, es kamen ja auf einmal so viele Progression-Items rein, um Dungeons abzuschließen. Und vorher hat Winter ja auch hier und dort mal einen Off-Check mitgenommen. Aber halt nicht die richtigen. Von denen man vorher nicht weiß, ob sie richtigen sind. Also, daher gar kein Vorwurf oder so. Es ist, wie gesagt, rando. Und fies sein. Aber Winter hier durchaus relativ zügig in TR unterwegs. Also, wenn er jetzt gleich auf der Laser Bridge feststellt, dass dort nicht sein Ice Rod liegen wird, dann... Und er macht dann direkt die Smith Chain. Dann ist er, glaube ich, tatsächlich sogar noch ein bisschen vorne. Einfach aus dem Grund, dass er jetzt keine Keys mehr farmen muss in TR. Aber er muss dann halt auch wirklich direkt Smith Chain machen. Ja, das ist halt dann die Frage, ne? Du hast Overworld gegen Eastern Palace oder Swamp Palace. Richtig, Swamp Palace richtig. Würdest du dein Portal direkt abgeben. Das könnte ihn davon weglenken, Swamp Palace zu gehen. Aber Eastern Palace, vor allen Dingen auch mit Green Pendant, sind 4 Checks für ihn. Das könnte er machen, um sein Portal zu saven. Er könnte auch die Smith Chain, müsste aber dafür auch nochmal sterben. Also auch ein bisschen unangenehm. Hat sich jetzt hier nochmal eine Runde verfahren. Das und nochmal. Jetzt ist er immer noch auf dem falschen Weg. Bitte!
Okay, er resettet jetzt einmal seine Route. Finde ich gut. Und man wurde währenddessen nicht einmal von der Firebar getroffen. Wie gut ist das denn? Nein! Oh, ich hab's gejinxt. Oh boy. Ja, und in Swamp sind eben die meisten Items, 6 Stück. Ja, und damit haben wir den Fall Smith Chain dann doch eine sehr eklige Location, vor allen Dingen, wenn man schon das Portal saven möchte. Ja, absolut. Winter sagt sich jetzt im Kopf, bitte, bitte, Ice Rod. Ah, bitte, bitte, Ice Rod. Nein! Sehen wir gleich Rage Slash, ist Fragezeichen. Ich glaube ja. Nee. Okay, keine Zeit Mirror, dafür. Mirror bei der Big Chess. Da kann er das Portal aber nicht saven. Okay, also kein Interesse am Save. Er will gar nicht saven, er will jetzt einfach. Oh, das wird das Swamp Play. Nee, es wird das Eastern Play. Nee, es wird das Play. Oh nein. Oh nein. Oder die Red Bomb. Oder die Red Bomb. Ja, stimmt. Okay, Red Bomb wäre jetzt nicht so wild. Kostet auch Zeit, aber nicht so viel wie Swamp. Ah, das ist. Das fiebert man richtig mit. Ganz neutral. Spooky Action hier von Nax, kann man auch mal erwähnen. Sehr schön ausgeführt. Sieht man gar nicht so häufig im Challenge Cup. Ja, das muss ich mir auch anschauen. Den will ich auch mal können irgendwann. Der ist, glaube ich, gar nicht so schwierig. Der ist, glaube ich, auch gar nicht so schwer, genau. Man muss halt nur daran denken, dass man gewisse Items nicht verwenden kann. Sollte. Es sei denn, man ist Master of Execution. So, und damit Nax jetzt auch auf 6 Kristallen gleich. Oh, so, Winter holt sich nochmal eine Green Potion von der Fat Fairy ab. Und ist das jetzt das Eastern Palace Play? Ich glaube. Oder geht er jetzt zu Swamp runter? Das sieht mir nach Swamp aus. Swamp, ja. Ja, es ist Swamp. Oh nein. Ja, wer Nax hier jetzt im Go-Mode auf dem Weg macht. Nee. Ah, K45. Ich bin ultra verwirrt. Ja, und ich meine, er könnte auch noch das Bombus-Tablet checken und. Aber vielleicht macht er die Smith-Chain, die ist direkt links nebenan quasi. Ja. Ey, ganz ehrlich, wenn er das jetzt gleich macht, dann ist noch alles drin, aber. Dafür dürft ihr jetzt nicht einen kompletten Swamp clear machen. Ja, und damit. Ich denke, das besiegelt das Schicksal so ein wenig. Und das sieht mir aus wie Bombus Tablet erstmal. Ja. Holt jetzt aber wirklich erst die Mirror Checks nach irgendwie, obwohl er kein Portal saven kann. Ich weiß nicht. Nax will hier unbedingt diese Fee haben, aber sie ist weggekommen. Ja, und jetzt wird's das One-Play, oder? Er hat schon den Mirror ausgerüstet. Jupp. Und Nax sucht dir noch ein besseres Schwert in der Hookshot Cave. Ist da gerade eben anscheinend. Achso, ne, er hatte beim ersten Mal keinen Hookshot, natürlich. Genau, ja.
Finde ich aber okay, also das Schwert. Wobei, das kannst du eigentlich auch nach TA dann machen. Ja, aber wenn du einen Tempered noch vor Trinex findest, ist der Bossfight natürlich angenehm. Ja, gar nicht drüber nachgedacht, dass Trinex auch noch kommt. Ja, ich denke auch, wenn Winter jetzt nicht irgendwie beide Schwerter und Silvers in Swamp findet, dann... Ein Schwert ist doch auf der Ledge. Also maximal eins wird er hier stimmt, finden. Stimmt. Ja, aber das könnte auch einen Unterschied machen. Ja, ja, Master Sword. So die Frage, ob er Left Side Swamp macht. Wenn man noch ein Item sucht, dann geht man eigentlich immer durch. Ja. Schaufel. Oh, Schaufel. Ist oh! Schaufel ist natürlich aber auf dem Weg Richtung Smith, ne? Könnte ja. Ihn vielleicht in die Richtung lenken. Aber er wird dann hier mindestens einen ganzen Turtle Rock hinten sein. Das wird ganz, ganz schwierig für Winter. Es ist nicht vorbei, aber schwierig wird es trotzdem. Schöner Burner Dash hier von Nax. Ja, wir haben gesehen, dass der Big Key nicht Vanilla liegt in Turtle Rock. Das heißt, diesen Dungeon kann man auch etwas schneller go-moden. Da wir ein Item in der Lava-Chest hatten. Und es bleibt auch noch ein bisschen so die Frage, wie viele Off-Checks macht Nax noch in der Suche nach Schwert oder Silvers? Mhm. Auch Big Key Routing könnte interessant werden. Oh, die Chain Chomps haben ihn fast gesnackt, aber hat noch eine Fee? Hat er? Ja, er hat er gerade Nee, stimmt, die wollte er fangen, hat er nicht bekommen, aber er hatte trotzdem eine. Das habe ich gerade im Inventar halt gesehen. Ich weiß nicht, woher sie kommt, aber... Ich will jetzt unbedingt auch diese Fee haben. Ey, kann ich voll nachvollziehen. Mit dem Master Sword ist eklig. Ah, dieser Kompass ist... ja, ein Item, was die Left-Side ein bisschen attraktiver macht. Dadurch schon mal mindestens ein Item Left-Side. Aber okay, er hatte extra eine Screen Transition gemacht, um sich eine Fee zu fangen, okay. Wow, okay. Ja, da wird Turtle Rock gemodet, heißt der Small Key von dem Poke Key wird gescammt. Wir machen nicht die Tür auf, für die ja normalerweise Vanilla vorgesehen ist. Und können damit den Bogen zur Big Chest sparen und hier direkt rechts abbiegen und weiter durchlaufen. Oder wir gehen doch zur Big Chest. Für ein Schwert vielleicht. So, und Winter hier jetzt schon beim letzten Puff von Argus. Das wird die Frage, wird er wieder reingehen? Wird er quasi hart zu dem Swamp Play committen, oder? Ja, wenn er jetzt drin war, sehe ich ihn wieder reingehen. Ja, besonders wenn er jetzt irgendwie den Big Key oder sowas vom Boss kriegt. Ja. Oh Gott. Wir jinxen hier heute alles. Das ist eine Katastrophe. Also es sind mindestens zwei Items noch drin. Ich würde fast sogar behaupten. Also zwei auf jeden Fall. Und er geht rein. Oh. Ja, ich kann es ja nicht wissen. Ja, kann es nicht wissen. Das sind aber... So Sachen, die das Herz schmerzen lassen ein wenig.
Smith Chain sind auch nur zwei Items und dafür ist man länger unterwegs, als hier einmal zur Left Side zu laufen. Ja, die Hammer Packs hat er auch nicht gemacht. Okay, okay. Wenn ich mich richtig erinnere. Doch, Nax war den Hammer Packs drin. Oh Mann, das ist aber ein ultra intensives Game. Ja, ich sehe da einen großen Vorteil bei Nax gerade. Es ist sehr wahrscheinlich, dass noch ein Schwert oder das verbleibende Schwert in GT liegt. Kann durchaus sein. Ja, oder und auch die Silvers natürlich. Im Chat wird gefragt, ob danach noch ein Spiel kommt. Das hier ist das letzte Spiel mit deutscher Beteiligung. Man kann aber auf dem internationalen, auf den ganzen Speedgaming-Kanälen oder sonst wo kann man gerne noch schauen. Da gibt es noch vom Main-Tournament noch ganz viele Restreams bestimmt. Aber deutsche Restreams gibt es heute nicht mehr danach. Parallel läuft hier noch das Illus gegen Scopel-Spiel. Genau, Speed Gaming Deutsch 1, also einfach nur Speed Gaming Deutsch. Nax macht's hier dann safe, holt sich noch den Safety Exit und wird gleich seinen siebten Kristall haben. Bedeutet, ihr dürft ab dem Moment, wo Nax seinen siebten Kristall aufgesammelt hat, eure Zahlen von 1 bis 22 in den Chat haben. Wo glaubt ihr, wird der Big Key in Ganon's Tower liegen? Es gibt 22 Locations, wir zählen mit. Wir haben keinen Bot, es gibt also keine sehr wichtigen Internetpunkte für euch, aber es gibt Internetruhm und Internetansehen habt ihr dann trotzdem gewonnen. Genau, weil Magno euren Namen gesagt hat. Ich werde ganz rot, hör auf. Oh. Ja, Swamp war leer und jetzt werden wir den Shovel-Check sehen. Ja, aber in der First Chest von Swarm tatsächlich. Ja, das Fire Shield kann immer noch sehr nützlich sein in Ganon's Tower tatsächlich. Da gibt es einige Fire Shooter und das diese Feuerbälle können dann können sehr nervig und ärgerlich sein. Ich nenne sie gerne Turrets. Sie einfach. So, wird er jetzt mit dem richtigen Play hier. Ist aber dann einen ganzen Turtle Rock und Mountain Climb hinten. Aber Nax hat noch eine Fee, ne? Eine Fee, ja. Ich bin natürlich komplett ruhig geblieben und und eine Vorhersage. Ich weiß nicht, ob das hier bei Speed Gaming Deutsch 2 auch mit Vorhersage ist. Kommt drauf an, ob ein Mod anwesend ist, as far as I know. Macht das aber hier ganz souverän gerade bei... ein Herz! Oh, es hat's noch geklappt. Ja, und jetzt wird Winter gleich seinen Ice Rod in den Händen halten. Und wird wissen, oh, ich hätte ihn so viel früher haben können, oh nein! Jetzt haut gerne eure Zahlen in den Chat. 1 bis 22. Ich hau... Einfach um das Race auch halbwegs spannend zu halten, die 22 in den Chat. Und ich werde damit sicherlich Unrecht haben, aber ich meine, die Chance steht 1 zu 22. Ich sag die 19. Ich möchte den späten Bicky sehen, damit Winter vielleicht die Chance hat aufzuholen. Ja, deswegen habe ich die 22 genommen. Wobei Tileroom natürlich schon fast das Fährste ist, weil den beide als Letztes wahrscheinlich holen werden, immer. Aber hey, vielleicht wird Winter auch Tileroom 1 machen. Ja, und heute ohne Abstimmung, gerade, ungerade, ich habe mich da zu spät beim Mod gemeldet, gar kein Problem. Ich bin schuld.
dass ihr eure Kanalpunkte behalten dürft. So, und die Abstimmung oder das Guessing Game ist gestoppt. Silver Arrows in der ersten Chest. Wow. Ja, das ist eben auch das Ding. Winter hat auf seiner elendig langen Suche nach dem Ice Rod nicht mal ein Schwert oder Silvers gefunden. Das wird schwer, das jetzt noch aufzuholen. Einen ganzen Turtle Rock hinten. Ja, falls wir aber hier trotzdem auf dem Master Sword bleiben, müssen wir auch erstmal die ersten Phasen überstehen. Und da kann man mit Master Sword auch gerne mal fallen. So, wir haben hier die Chests 4 bis 7. Die 6 hat es zu... Okay, never mind. Wir haben ein Temper Sword gefunden. Ja, ja. Mit dem Equipment natürlich gerne doch recht angenehm dann. Oh boy. So, das war die 8. Dann schauen wir mal, was gleich im Random Room kommt, oder beziehungsweise es gibt ja noch eine Kiste davor. Ja, im Fire Snake Room. Ich weiß immer nie, wie die heißt, aber Fire Snake Room nehme ich gerne. Versuche ich zu behalten. At your service. Das war die 9. Wir haben das absolut nutzlose Quake gefunden. Aoife könnte noch ab und zu ganz nett sein für irgendwelche Räume, aber jetzt das Quake hier im kleinen... Wir könnten aus Ganon's Tower rausmirren und ein paar Dead Rocks mit dem Quake platt machen. Die hätten es auf jeden Fall verdient. Das auf jeden Fall. Und die 13 ist es auch nicht. Du machst das mit dem Zählen, oder? Ja, ja. Okay. Der Vorteil ist, dass Nax genau die gleiche Route nimmt, wie ich sie meistens nehme. Deswegen habe ich hier die Zahl im Kopf. Ansonsten wäre ich auch sehr aufgeschmissen. Ja, und jetzt kann man fast sagen, wenn der Big Key rechts liegt und Winter vielleicht zur Right Side committed, würde er hier ordentlich aufholen. Ja. Aber Nax fängt hier konsequent Feen ein. Jetzt wird nochmal eine Biene freigelassen. Wahrscheinlich links nochmal die Anti-Fairy. Jawohl. Also, ist ja alles legitim und nimmt sich hier die Safety. Er hat die Biene auch noch gefangen? Okay. Die 14 ist es auch nicht. So, der Eiskopf von Trinex ist down, also auch gleich Winter mit 7 Kristallen. Mit Silver Arrows sind aber auch die Ice Armors ein leichtes. Oh, und es war die 15. Damit Nax jetzt im Climb Richtung Aga 2 und damit natürlich auch zu Ganon. Hui, was könnte Winter jetzt noch hier zurückbringen? So, nicht zurückbringen, sondern ein persönliches Shoutout bekommt Britza Troll mit der 16 am dichtesten dran. Jo, oder Einuk. Genauso aber dicht wie Einuk, aber früher, genau. Also herzlichen Glückwunsch, ihr beiden wart am dichtesten dran. Ja, leider gibt es hier keine Leaderboard-Punkte, bis der Bot wieder funktioniert. Der ist in Maintenance. Auf Montage. Genau das. Ja, bei Nax ist halt, also wenn ich jetzt so seinen Spielstil beschreiben sollte, ist er jemand, der gerne sehr sicher spielt. Also er nutzt oft das Cape, powdert viele Feen und das könnte ihm ja wirklich zugutekommen jetzt auch im Climb. Ja, er hat auf jeden Fall den Vorsprung und von dem ganzen Basement ungefähr.
Ja. Also kein Tile-Room Gamble von Winter. Finde ich jetzt sehr richtig und sehr gut, weil ich weiß, wo der Big Key liegt. Ja, Tile-Room Gamble ist auch immer ein bisschen riskant, wenn man zwei Items da findet, weil dann kann es gut und gerne mal sein, dass auf Tile-Room nur ein Small Key liegt. Richtig. So, hat hier auch den Lamo-Fight relativ sauber gemacht, Nax. War jetzt kein Zero-Cycle, aber ich finde bei Lamo 2 ist so ein One-Cycle auch absolut in Ordnung. Ich bin froh, wenn ich ihn unter 3 Cycles hinkrieg. So, Winter bekommt ja auch sein Tempered. Gibt erstmal einen Rage-Slash ab, but why though? Winter! Ich denke, vielleicht sieht er sich auch in der Master Sword Execution etwas stärker vielleicht und möchte dann nicht, dass Ganon so free wird, wie er jetzt mit ja, Tempered und Silver Arrows. Ja, denke ich auch. Max, geht hier die lange Route für die Torches? Und hat keinen Despawn. Ja, und benutzt jetzt hier auch nur die Lampe, also möchte seine Magie irgendwie sparen noch. Obwohl er gleich Full Magic bekommt, aber ist okay. Ja, also ich glaube auch, dass es knapp war, Maya, deswegen erwähne ich es nochmal. Ja, Nax also quasi im ganzen Climb vorne. Ist jetzt hier beim Moldom 2. Wird ein bisschen gebullied. Aber kriegt es dann doch noch souverän hin. Ich hasse das, wenn du da runter jumps und er fängt sofort an, dich zu tackeln. Das ist nicht mal Zeit, sich zu akklimatisieren in dem Raum oder so. So, und dann muss Nax jetzt nur noch Aga 2 besiegen und danach das Schweinchen kaputt hauen und dann. Ja. Ja, dann gibt's einen verfrühten Sonntagsbraten, würde ich sagen. Oh, schön den Triple. Ja, viele hätten dann nämlich einfach gespinnt, so wie ich. Ja, Dito. Und in diesem Fall waren die Slashes genau richtig. Also 3 ja, zu 1, optimal gelaufen, ja. Und besser hätte man diesen Aga 2 nicht machen können. Nee, auf gar keinen Fall. Also ich muss sagen, die Boss-Execution war auch bei Nax jetzt immer sehr stark. Also ja, er geht zwar gerne nochmal einen extra Meter, um sich eine Safety mehr zu holen, aber die Boss-Executions waren durchweg sehr stark. Ja, da kann man gar nicht meckern und ist jetzt in seinem Ganon-Fight. Also für Winter wird's jetzt sehr, sehr schwer, sagen wir es mal so. Was könnte ihn hier jetzt wirklich nach vorne bringen noch? Vielleicht, wenn Nax ein, zweimal, ja zweimal eher bei Ganon fällt, relativ spät in dem Fight. Aber auch dann, ich weiß nicht, ob das reichen würde. Und jetzt schau dir das an, er kriegt Ganon oben rechts in die Ecke, da will man ihn haben. Das sind dann 3 Spins. 3 Doppelspin-Treffer und dann ist Ganon. Oder ist die Phase auch überstanden? Ich glaube fast, dass das Stand jetzt dreimal runterfallen wäre fast. Also ja. Der Vorsprung mit Tempered und Silvers ist dann doch jetzt enorm. Und das ist eben das Ding, wenn für den einen der Seed zu einer Ice Rod Hand wird und für den anderen das am Ende ein, wo ist mein, was war denn? Nax's Go-Mod. Hookshot. Hookshot, genau. Der dann auf dem Weg liegt, also. Hatte jetzt auch den ersten Pfeil reingesetzt.
geht auch auf den Torch-Glitch. Muss man nicht zwangsläufig mit Silvers, aber wenn man da eh gerade steht, dann ist das sehr angenehm. Nur noch zwei Pfeile reinjagen und Nax ist durch. Aber ich würde fast sagen, wenn man die beiden Routings miteinander vergleicht, dann gewinnt man im Schnitt mehr Spiele, wenn man das so wie Winter macht. Das glaube ich auch. Und heute aber ist es aber für Nax sehr aufgegangen mit dem Ice Rod. Absolut, da ist ja Ganon down und man hört die Fanfare. Also er hört sie, wir hören noch Wintersound. Und GG für Nax, der das Spiel jetzt hier mit einer... Aber da hast du die Zeit, ich muss gerade nochmal aufrufen. Die offizielle Zeit für Nax ist bei 1:49:44. GGs an dieser Stelle. Damit steht es 1:1 in dieser Series, glaube ich, wenn ich es wirklich richtig im Kopf habe. Und ja. Damit wird es ein Decider-Match zwischen beiden geben. Wer hier in die Brackets einzieht. Also, das könnte richtig, richtig spannend werden. Ja, wir können euch schon mal sagen, man muss bis morgen, 12 Uhr Eastern Standard Time, muss man seine Matches fertig haben. Also ich weiß nicht, ob die beiden heute noch schnell irgendwas schedulen wollen oder morgen früh. Ist es schon für morgen gescheduled? 2 p.m. EDT. 2 p.m. EDT in CEST ist 20 Uhr morgen. Ja, okay. Also gleich Uhrzeit wie heute. Ich dachte, die müssen bis mittags durch sein, aber anscheinend... Nee, den ganzen Sonntag haben sie Zeit. Okay. Und wäre ja auch dann EU-S-Zeit. Ich glaube, bis Mitternacht, weil einer der Administratoren gesagt hat, er hat eh keine Zeit, das einzutragen, es ist Muttertag, er soll bei seiner Mutter sein. Tatsächlich kurz mit ihm gequatscht, diesbezüglich. Er hat sich da... Winter hat den... Nein! Er hat die CDs von... No! Okay, der Duden macht den Winter hier mit dem Tower despawn und dann können wir auch sagen, dass an der Stelle der Winter forfeited hat. Ja, wird dieses dann hier nicht mehr zu Ende spielen. Nun. Oh boy. Naxman wird nicht mehr zu einem Interview vorbeikommen, der hat noch was zu erledigen. Aber vielleicht werden wir den Winter noch ja zu uns bekommen. Da ist er schon, da musst du noch dem Channel joinen und dann, oh nein, GG Winter. GG. Also, der Despawn hat ja irgendwie das Spiel nochmal zusammengefasst ja für dich, oder? Ich hab's irgendwie drauf angelegt, ich weiß auch nicht. Ich hab ja schon gesehen, dass er gefinisht hat, ich hätte jetzt eh nicht mehr zu Ende gespielt. Achso, wolltest du mit Absicht einen Despawn haben? Ohne Scheiße, ja, ich hab's versucht. Ich hab's echt geschafft. Wolltest du hier nochmal eine Spitze an den Duden verteilen, oder? Ja, so ungefähr kann man das vielleicht auch interpretieren. Oh Gott, ja, keine Ahnung. Ich hab's schon gehört, also von ihm, er hat nicht nach dem Ice Rod gesucht, ich schon. Ja, feels bad, man. Du warst, ich würde mal sagen, optisch miles ahead, irgendwie 3 Crystals. Ja. Für ihn, er hat am Anfang wirklich wild geroutet. Also er hat noch, als er die Mids hatte, hat er ganz wild für die Mirrorless Smith Chain committed, komplett. Und wirklich dann irgendwie die gesamte Overworld gecleared. Okay. Ist überall rumgelaufen und wollte... Alles Mirrorless gemacht. Ja, wollte irgendwie was off finden und das hat er ja irgendwie auch geschafft. Ja. Die Mids und dann, was man direkt danach gefunden hat, haben das, den quasi wie so ein Damm aufgebrochen und auf einmal war alles offen. Und dann kann man das absolut verstehen, wenn man dann nicht zur Smith-Chain zurückkehrt lange. Ja. Ich fand dein Routing auch besser, es ist nur hier nicht aufgegangen. Sein Go-Mode war der Hookshot auf dem Weg in Misery Mire. Deiner war dann eine Ice Rod Hunt, der überall liegen kann. Machst du nichts. Nö. Ich sag mal, im Endeffekt hätte ich jetzt vielleicht noch Swamp weglassen können. Das hätte mir jetzt vielleicht noch die Zeit eingebracht. Aber ich dachte halt irgendwie... Ich habe mich auch zu dem Zeitpunkt schon ziemlich behind gefühlt, nachdem ich vor allen Dingen durch TR durchgelaufen bin, ohne den Ice Rod zu finden. Das war halt dann so der Punkt, wo ich mir dachte, okay, jetzt musst du irgendein Gamble eingehen. Und ich dachte mir halt, ja, okay, Smith Chain würde vielleicht schon gemacht haben. Gehst du halt dem Hookshot mal weiter hinterher und dann, ja, war leider nichts mehr dahinter. Also hättest du nach Turtle Rock direkt die Smith Chain gemacht oder halt auch nach der Red Bomb oder was auch immer. Also ja, ohne das Swamp Play wärst du, glaube ich, immer noch ein bisschen vorne gewesen.
Na, ich weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube, er war schon auf dem Weg zu Turtle Rock. Aber mit Redmail wolltest und so vielen Herzen wolltest du auch nicht das Portal saven, oder? Beziehungsweise nee, das war genau das. Außerdem dachte ich mir, wenn ich nochmal mirren muss und es in Swamp liegt, dann ist es eh für die Cuts und ja, keine Ahnung. Mir war das auch zu doof, wie gesagt, ich hatte so viel HP und so Redmail, ja, wie schon sagtest, Death Warpen ist da nix. Ja, dumm gelaufen. Wie gesagt, ich hatte mich eigentlich schon ziemlich behind gefühlt, vor allem nach dem TR-Play. Hätte ich vielleicht vorher nochmal nach dem Ice Rod suchen sollen. Ich glaube, das wäre an der Stelle schlauer gewesen. Und dann war ich halt irgendwie so im Zugzwang gefühlt. Wir hatten sehr lange im Seed, falls du dir das nochmal angucken möchtest oder auch nicht. Wir hatten das Dark Cross Item nicht gesehen und wir hatten die Info, dass da ein Bogen lag. Von Roti, ja. was nicht der Fall war. Und wir dachten die ganze Zeit, wieso gehen die denn jetzt nicht nach Pod? Pod ist doch schon offen, die ganze Zeit schon. Also wir haben gefühlt 40 Minuten lang gedacht, ihr hättet einen Bogen und würdet einfach nur Pod dodgen. Ja. Nee. Ja. Da wurde der Stream nämlich kurz umgestellt und wir hatten kein Bild und irgendwann schrieb Roti im Chat an Maya, ja, da lag übrigens der Bogen. Und ja, nee. Für uns hatte die halt 40 Minuten länger den Bogen. Wir haben einfach nicht begriffen, warum ihr nicht im Pod geht. Ja, war schade. Definitiv, ja. Also am Anfang war das Routing mehr oder weniger gleich bis. Also er hat die Wasser. Also er hat direkt South Shore gemacht und hat danach gefake-flippert, hat dann die Redmail zum Beispiel auf der Sora-Ledge nur gesehen. Aber konnte sich die nicht holen. Ich meine, wenn du warst ja mit Flippers da, absolut nachvollziehbar, dass man sich die dann kurz holt. Wenn man noch 10 Bosse im Spiel mit einer Redmail machen könnte, dann holt man sich die kurz. Dann kann man halt reckless durch alle Dungeons durchlaufen und das ist mehr ein Time-Save. Das fand ich gut. Ja, es waren dann am Ende halt der Ice Rod. Also du warst auch ahead und konntest dir auch den Skywards Dip auch für den Boss nochmal leisten. Er hat sich die Bridge Chest geholt, der hat Morphula nicht bekämpft. Also das Item hat er sogar noch geskippt dann. Also er ist auch nochmal rein. Hat aber nicht Morphula bekämpft zum Beispiel. Okay, das ist ja komisch. Ja, das fand ich auch komisch. Denn schon. Er war in Eastern bis zur Vanilla Big Key Chest, hat aber nicht das Green Pendant gemacht, hatte da keinen Bogen zu dem Zeitpunkt, also er konnte nicht mehr machen. Aber ist auch spät erst in Eastern rein, also es war kein Minute 8 in Eastern Palace bis zur... Also es war dann später, als ihm die Locations ausgegangen sind, so ungefähr. Ja, das war auch noch eine Angst, dass da was drin lag, weil da habe ich mich auch früh dagegen entschieden. Also gerade nachdem ich in Pod mit dem Mirror war, habe ich da gedodged und dann dachte ich mir, nee, jetzt gehst du da nie wieder hin. Ja, das war noch eine Angst, ansonsten hätte ich halt auch auf Pet gespielt jetzt dann, keine Ahnung. Wenn die Smith Genix gehabt hätte. Ja, war dumm gelaufen, keine Ahnung. Ja, wir sind unglücklich. Also Ice Rod fühlt sich ja eh nicht schön an, weil der ja wirklich überall liegen kann. Der wird ja durch nichts gelockt. Und wenn du den dann suchst, einfach nicht schön. Ja. Und es war von unserer Seite aus, als er den Ice Rod rausgeholt hat, das war wie gesagt schon relativ früh. Aber die Angst war natürlich sofort da, dass das dann dein Go-Mode werden könnte und du ihn dann in TR suchst, weil das halt einfach häufig so ist, ja. Sowohl, dass er da liegt, als auch, dass man darauf dann gambelt. Genau, oder halt irgendwelche Progression, die dann dahin führt, was weiß ich. Genau. Hat noch die Hoffnung auf die Schaufel, das wäre auch noch cool gewesen, aber leider nicht. Ja, die Schaufel fand ich auch witzig in dem Moment. Es ist immer so, du suchst dann was und dann gehst du in irgendeinen Pendant-Dungeon rein, denkst du findest das hier und dann kriegst du irgendeine Fetch-Quest aufgedrückt. Ich hatte das schon gesagt, bevor du hier warst, nochmal, also GGs an Nax auch, der wird uns nicht mehr joinen, weil er, wie gesagt, er noch los musste und keine Zeit mehr hatte. Ja, also ich würde dir vielleicht raten für das Spiel 3, mach's genauso wie jetzt. Danke. Das sah gut aus. Nein, also das sah wirklich gut aus. Es war dann am Ende halt ein Ice Rod, den er noch sehr oft gefunden hat. Ja, weiß ich nicht. Also er nimmt viel mit. Dann sollte ich vielleicht auch noch mehr mitnehmen. Ja. Weil es ist schon so angefühlt, aber jetzt hätte ich viel mitgenommen. Aber gut. Neues Seed, neues Glück. Auf jeden Fall. Also ich habe schon gesehen, ihr habt es für morgen 20 Uhr geschedult. Genau, gleiche Zeit wie heute. Genau. Ja. Ich weiß nicht, bleibt uns noch was zu dem Seed ansonsten zu sagen? Deine grundsätzliche Meinung dazu hast du noch gar nicht geäußert.
Ja, es ist halt Icewater Hunt für mich gewesen, das hat sich doof angefühlt. Am Anfang war es schon, ging es eigentlich voll auf, vor allen Dingen mit diesen Flippers, die ich gefunden habe, hat sich eigentlich ziemlich gut angefühlt, weil ich mir dachte, okay, vielleicht hat er gar nicht die Fake-Flipper-Play gemacht und dachte mir, okay, dann bist du jetzt vielleicht auch eine frühe Flöte ahead, aber gut, dann war das ja auch nicht der Fall. Die hatte er vorher tatsächlich. Ja, ja. Tja, und ansonsten, wie gesagt, dann nochmal in Ice Palace, den Mirror. Ich meine, das war so mehr oder weniger schon mulmiges Gefühl, dachte ich mir, okay, das könnte er vielleicht auch schon vor mir gehabt haben. Und jetzt hast du da schon, warst du da schon in Village of Outcasts und so weiter. Keine Ahnung, willst du da nicht nochmal zurück? Ja. Ja, zumal der Mirror, wenn du den vielleicht früher gehabt hättest, hättest du vielleicht die Smith Jade auch noch früher gemacht, wer weiß schon. Bestimmt, ja. Ich meine, du hattest ja auch schon Mids und Flöte, also dann warst du ja irgendwie auf Maya Area und Desert, hat ja auch alles Sinn gemacht, ne? Genau. Naja, erstmal für die Crystal Dungeons gegangen. Bis dahin war es halt noch gut. Ich hätte halt dann vielleicht vor TR. Ja, dann war es halt nicht mehr so gut. Aber okay. Ansonsten war einfach. Genau so machen, tatsächlich. Das war gut. Ja. Ja, und danach dem TR-Play, wie gesagt, da habe ich mich im Zugzwang gefühlt. Dann musste ich halt irgendwie, dachte ich mir, jetzt musste gamblen. Jetzt gehst du halt dann auf den nächsten Pendant. Gehst dem Hookshot hinterher, wo halt noch nichts dahinter lag. Ja. Aber war halt nichts dahinter, leider. Vielleicht noch eine Info. Nax ist für jede Anti-Fairy gegangen und hat sie eingefangen. Also der hat wirklich alles gepudert, was nicht bei 3 auf dem Baum war. Ja. Hat auch alles eingetütet. Ja. Für Safeties ist er da nochmal einen großen Umweg und Extra-Weg gegangen. Ja, nochmal extra, kurz vor der Screen-Transition Richtung Turtle Rock, also in der Light World. Hatte die Fee nicht ganz bekommen und hat extra noch eine Screen Transition zurückgemacht, um nochmal diesen Fels zu bonken. Also, ach so, okay. War ich sehe schon wichtig. Er hat jetzt auch im Endinventar noch 2 Feen in den Bottles, okay, ja. Nice. Das waren die in Bobs Chestraum da. Nein. Ja, nee, ansonsten, okay. Genau, ansonsten würde ich nur sagen, danke für den Restream, wie gesagt, danke, dass ihr da euch so fleißig für angemeldet habt und ja, hoffentlich wird's morgen besser. Also danke nochmal an alle Beteiligten. Ich drück die Daumen, auf jeden danke. Fall. Und ja, Magno, ich würde dir sonst das letzte Wort überlassen. Alles klar. Also, vielen lieben Dank, Maya, fürs Tracken. Winter fürs Kommentieren. Nein, Skankner fürs Kommentieren. Nax und Winter für das coole Race. Roti für den Stream-Setup und alles, was drum und dran dazugehört. Ja, und vielen lieben Dank für euer Interesse. Spätestens morgen wieder zum Winterspiel. Heute gibt es nämlich kein Race mit deutscher Beteiligung mehr hier auf dem Speed Gaming Kanal. Auf dem Speed Gaming Deutsch Kanal. Vielleicht aber international noch. Da müsst ihr mal reinschauen. Die Links sind auch überall. Müsst ihr ein bisschen hochscrollen. Sonst kann ich euch hier noch einmal die Runner verlinken. Ja, lasst ein bisschen Liebe da. Und dann würde ich mich hier bei euch verabschieden. Schönen guten Abend und vergesst morgen nicht den Muttertag. Ciao, ciao. Ciao.